Herzlich willkommen zu Alternativlos, die Folge Nummer 20. Über den politischen Diskurs diesmal, und wir sind sehr stolz, heute einen besonderen Gast zu haben, nämlich Herrn Schirmacher von der FAZ. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ja, der politische Diskurs ist ja etwas, was Ihnen ja schon sehr lange am Herzen liegt und der Verfall desselben, und deswegen wollten wir da heute mal ein bisschen drüber reden und auch mal ein bisschen Ausblick darauf nehmen, wie sich die Sache dann in Zukunft gestalten wird mit dem Internet und der Beschleunigung, die durchs Internet passiert, und den ganzen Effekten, die wir jetzt so in der letzten Zeit beobachten können. Wir haben jetzt ja gerade so einen schönen Fall, nämlich halt irgendwie diesen Staatstrojaner, anhand dessen man ja doch irgendwie den Zustand des politischen Systems Bundesrepublik ganz hervorragend betrachten konnte. Und die Piratenpartei, das ist beides so Gelegenheiten. Genau, und die Piratenpartei, dann dachten wir, das wäre doch eigentlich mal die Gelegenheit, es doch mal zu debattieren. Wir fangen aber im historischen Überblick an. Wie immer, genau. Und wenn man politischer Diskurs sagt, meint man eigentlich so die legendären Bundestagsreden und Einrufe von Wehner und Willy Brandt und Schmidt. Und wir empfehlen sehr, sich da mal durch YouTube zu klicken. Wir werden ein paar Videos verlinken. Und wenn man sich diese Videos ansieht, dann kann man auf der einen Seite feststellen, dass sich der Duktus geändert hat. Die Leute haben früher mit mehr Gravitas geredet, haben sich mehr Zeit gelassen für ihre Sätze und haben eine andere Betonung gehabt. Aber man sieht auch, meines Erachtens ganz gut, dass es einen anderen Respekt gab vor Politikern als heute. Also wenn jemand wie der Willy Brandt eine Rede gehalten hat, da gab es dann zwar auch Zwischenrufe, aber wenn die Presse den interviewt hat, dann haben die schon so eine Stufe tiefer gestanden auch. Während heute gibt es ja auch so einen Krawalljournalismus, wo die dann regelrecht aufbauen. Wobei Willy Brandt gerade so ein Fall ist, auch gerade hier in Berlin, der wurde schon ganz schön auseinandergenommen. Also ich glaube, der Respekt, den sehen wir jetzt in der Rückschau. Also wir sehen jetzt das, was die Leute damals für selbstverständlich hielten, dass neben dieser Tagespolitik dort eine Empathie war oder eine Überzeugung von der Sache, die man heute eher mit der Lupe suchen muss. Da ist Willy Brandt natürlich das Beispiel, aber Willy Brandt wurde sowas von fertig gemacht. Der wurde, ich weiß noch, eine Panoramasendung, die ich als Schüler sah, wo es um Willy Brandt ging, und danach konnten die Zuschauer diskutieren, also schon vor Internetzeiten. Weiß ich noch, wie einer anrief und sagte, dieser Mann gehört füsiliert, noch heute an die Wand gestellt, er hat die Deutschen verraten. Also wegen Ostverträgen? Nein, wegen, weil er im Zweiten Weltkrieg in Schweden gewesen ist. So war das damals. Ach du meine Güte. Ja, okay. Das war, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Der galt als Vaterlandsverräter, weil er auf der anderen Seite gewesen ist. Also das nur, das ändert nichts daran, dass sich die Qualität geändert hat, aber ich glaube, die Bösartigkeit war damals genauso, wie sie heute ist. Also Sie meinen, der Respekt, den reden wir uns nur im Nachhinein ein. Ja, es gab, ich würde mal so sagen, es gab also von den Medien sowieso nicht, gab es einen legendären Spiegeltitel, Willy Brandt, das Denkmal bröckelt. Das war, das wissen wir heute noch, das war nach seinem Friedensnobelpreis, dass ihn das völlig fertig machte auch, dieser Titel. Aber es gab etwas anderes, das war, so banal das klingt, glaube ich, mehr oder minder doch mit ein paar Ausnahmen eine Generation, und damit haben wir ja heute jetzt zu tun, die wusste, also für die war die Bundesrepublik, nehmen Sie mal jetzt das Jahr 1970, da war das Ende des Zweiten Weltkrieges noch nicht so lange her, also 25 Jahre. Das ist jetzt wie 1984, oder? 85 so. Ja. So nah war das da. Also die haben sozusagen noch diese Generation, hat das, was war, nie als was Normatives gesehen, sondern als eine Anomalie, so glaube ich. Also dass da, darum Herbert Wehner, ich empfehle jedem, es gibt ein Herbert Wehner YouTube-Video, das ich unglaublich finde. Da wird er etwas gefragt, was wir heute schon gar nicht mehr verstehen, nach Wahlen, wie er das sieht. Die SPD hat schlecht abgeschnitten. Und dann wird er von dem provozierenden Interviewer gefragt, das ist doch schlecht für Sie und so weiter. Und darauf sagt er, das und das ist passiert und das ist gut für die Demokratie. Das ist gut. Da merkt man bei dieser Generation, dass sie noch immer das Gefühl haben, das Eis, auf dem wir uns bewegen, ist sehr dünn und wenigstens demokratische Parteien sind stark und nicht die anderen. Das sind solche Dinge, die, glaube ich, damals fast in der DNA waren, und heute natürlich ist viel längere, viel mehr Zeit, auch bei dieser Politikergeneration nicht mehr drin ist. Also
meine, man muss ja sehen, die damals war es ja so, das waren die Generationen Politiker, waren ja alle noch im Krieg, die haben es ja alle erlebt und für die war es eben nicht selbstverständlich, sondern es war eigentlich dann erst die Generation der jüngeren Politiker unter Kohl, für die dann halt anfing, diese Selbstverständlichkeit des Systems, also die, deren Sozialisierung mehr so in den 60ern und 70ern war, also deren, wo halt einfach nicht mehr dieses, es kann sich auch jeden Tag wieder alles ändern drin war, sondern klar war, das ist halt für die Ewigkeit angelegt und diese, ja, dieses System Bundesrepublik wird in alle Ewigkeit so weiter perpetuiert. Man muss, das ist so ein Tipp, den ich geben kann, den ich selber mal gemacht habe. Es gilt für Literatur, Kunst und für Politik. Man muss sich immer ganz genau angucken, wer wie alt genau war zwischen 1939 und 1945. Es ist ein großer Unterschied, ob jemand 18 war oder 14 war. Also es ist ein großer Unterschied, ob man Heinrich Böll war, der bereits als Soldat in den Krieg zog, als Erwachsene, oder ob man Günter Grass war, der noch ein Kind war und erst im Laufe des Krieges halt so ein halbwegs 16 Jahre war dann. Das gilt auch für Politik. Es ist ein Unterschied, ob man wie Willy Brandt, es gilt auch für die DDR übrigens, ob man den Krieg erlebt hat oder den Hitler erlebt hat, bereits im Erwachsenenstatus oder ob man 14 war, ob man 15 war, ob man 16 war. Und da sehen Sie auch bei Kohl. Kohl ist der Jüngste in der ganzen Riege. Der hat den Krieg nur noch als Junge erlebt. Die einzige wirkliche Erfahrung mit dem Krieg für ihn jetzt, also faktisch war, dass er als Hitlerjunge da nach München beordert wurde, um die Ruinen aufzuräumen. Und darum ist er auch der Letzte in der gesamten Reihe. Der hat gerade noch sagen können, weil sein Bruder gefallen ist und sein Vater den Krieg erlebt hat und er daran natürlich das sah, hat gerade noch sagen können, nie wieder Krieg. Während die anderen, wie Helmut Schmidt, von dem wir ja wissen, dass er sogar beim 20. Juli in dem Gerichtssaal saß, Richard von Weizsäcker, der an der Ostfront war, das ist nochmal ein ganz anderes Kaliber, das oder Wehner, der. Die waren schon politisch erwachsen zu dem Zeitpunkt. Die waren politisch erwachsen und das, also, und dann hört es plötzlich auf. Dann ist es plötzlich wie nie geschehen, dann ist es praktisch nur noch Rhetorik und das erleben wir jetzt ja in der Europadebatte. Ist das Wort, wir wollen nie wieder Krieg, in dem Sinne, wie Kohl es noch verwendet hat, eigentlich noch überzeugend oder nicht? Also für Herrn Rösler offenbar ist es kein Argument mehr, denn seine Europadebatte läuft jetzt ja ganz anders. Ich finde es ja faszinierend, dass die ganzen Aufrüstungssachen dann aber doch unter Kanzlern stattgefunden haben, die es eigentlich noch erlebt haben und die es hätten besser wissen können. Ja, wobei... Gerade der Adenauer hat ja da üble Dinge gemacht. Und dem kann man wirklich nicht die politische Reife absprechen, während der Kriegsjahre. Der hat das ja alles noch... Ja, Adenauer ist sozusagen, das muss man sich auch mal vorstellen, darf man auch, ich meine, diese Bundesrepublik, die Geschichte, wir müssen uns mal feststellen, Adenauer ist wesentlich älter als Adolf Hitler. Also der Bundeskanzler, ich weiß nicht, ob 15 Jahre oder so, ich weiß jetzt nicht genau, der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland war älter als Hitler, also sozusagen fast schon eine Generation darüber, ging aufs Gymnasium in der Bismarckzeit. Das war der Mann, der dann die erste Kanzler wurde, wobei ich da jetzt widersprechen würde, mit Schlimmes gemacht, sie haben ja keinen Krieg begonnen, aber was sie gesagt haben und wovon sie überzeugt waren, war, Hitler ist deshalb eine Gefahr gewesen, weil es keine, sozusagen, weil die anderen sich nicht gewehrt haben. Bei denen ging es ja bei der Wiederaufrüstung, da war ich auch noch nicht geboren, als das debattiert wurde, ging es ja um die Frage, wir müssen uns wehren können. Das ist bis heute ungeklärt, ob das der richtige Weg war oder der falsche Weg war. Und auch bei Helmut Schmidt ging es darum, wir dürfen uns nie wieder von einem nicht demokratischen System einschüchtern lassen. Und bei Helmut Kohl. Punkt ist aber, der erste Krieg, der die Deutschen führte, wurde nicht von dieser Generation geführt, sondern dann von der pazifistischen Generation danach. Das darf man nicht vergessen. Das war Joschka Fischer als Außenminister. Das ist ja ein wirklich interessanter Vorgang. Ja. Der konnte es, also die konnten dann eigentlich wieder, ne? Die konnten wieder und die haben dann auch also wirklich schamlos instrumentalisiert, nie wieder Auschwitz als Kriegsbegründung auf dem Balkan und so weiter, das haben wir ja alles erlebt. Naja. Ja. Also das war immer so eine Sache, die ich nicht verstehen konnte, wie wir so schnell nach dem Krieg wieder eine Bundeswehr kriegen konnten. Weil ich meine, das ist nur aus der Systemkonfrontation zu verstehen. Also halt, ja, natürlich, aber also. Also ich meine, das geht halt, kannst du halt nicht verstehen, ohne Betrachtung dieser der wahrgenommenen Bedrohung. Also meine Bildung über die Bundesrepublik zu dieser Zeit kommt ja daher, dass ich, nachdem ich irgendwie nach der Wende habe ich angefangen zu studieren und im Westen
und habe dann irgendwie meine Pausen zwischen den Seminaren und draußen an der FU verbracht im Publizistikarchiv und habe mir halt meine Geschichte der Bundesrepublik dadurch angelesen, da stehen halt diese ganzen Reihen mit irgendwie Quick, wie damals noch eine richtige Zeitung war, und Stern, die damals auch noch eine richtige Zeitung war, und Spiegel und so, und man konnte, kann das halt alles da lesen, so, also auch so haptisch auf Papier. Ja. Und da versteht man dann plötzlich auch, wie, also wie diese Bedrohung durch den Osten, also wie gegenständlich die war und dass die erst so eigentlich in den 70ern so in den Hintergrund fadete und irgendwie davor doch durchaus sehr plastisch war und es auch immer wieder irgendwelche Dinge gab, irgendwelche Grenzzwischenfälle und Überläufer und Spionage und also was war ja richtig Tagesthema, Koreakrieg, ja, Vietnamkrieg. Ja. War das im Osten genauso eigentlich? Ja. Also auch richtig Angst, dass der Westen jetzt kommen könnte. Ja, das war ja bis in die 80er hinein, dass die Sowjetunion war ja der Meinung, dass mit Reagan dann, dass es halt einen Überfall geben wird. Na gut, das war ja nun auch tatsächlich begründbar. Der Mann war ja nun. Ja, ich meine, das war halt diese Madman. Also, das war diese Madman-Strategie. Ja. Also für meine Generation, ich bin in den 70er Jahren aufs Gymnasium gekommen, waren so Sätze wie "Geh doch nach drüben" oder "Die Russen kommen" schon grotesk. Also das muss ich sagen. Sagten bestimmte Leute und man glaubte es nicht. Aber nochmal zu der Systemkonfrontation. Das ist ja genau, was Frank Rieger sagt, ist ja genau der Punkt. Also und das ist etwas, was, wir haben unglaubliche Lebenslügen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, die noch alle gar nicht aufgearbeitet sind. Bereits am Nürnberger Kriegsverbrecherprozess, das kann man alles bei Albert Speer nachlesen, dachten wohlgemerkt die Hauptangeklagten der Nazis dort, sie kommen nochmal alle davon, weil es wird immer berichtet, wie Göring triumphierend aus der Zeitung vorliest, dass jetzt die Russen und die Amerikaner Konflikte haben. Beim Koreakrieg war Speer überzeugt, dass er dann rauskommt aus Spandau und so weiter. Das heißt, und es sind ja auch viele alte Nazi-Generäle, das wissen wir ja alles. Das heißt, diese Systemkonfrontation insgesamt war so stark, dass es sogar möglich schien, also ich meine, es ist ja dann zum Glück nicht passiert, dass sogar diese Kriegsverbrecher nochmal irgendwie eine Chance haben in dieser Gesellschaft. Das war natürlich... Da hatten sie ja zum Teil auch nicht mal so wohl im Westen. Die Gehlen, sage ich nur. Ja. Ich meine jetzt die Nürnberger, also die wirklich, die dann auch hingerichtet wurden. Ja. Und so weiter. Aber jetzt nochmal zurück zu dieser Rhetorik. Wir wollten ja über politische Rhetorik. Genau. Ich habe ja, kann das auch nur empfehlen, das habe ich auch, da war ich zu klein, Willy Brandt erklärt den Deutschen die Ostverträge. Das haben sie nicht erlebt. Ich habe es erlebt. Ich meine, das klinge ich selber so wie so einer von denen. Ich weiß, dass der Hausmeister in unserer Schule, der Hausmeister, permanent das Radio laufen hatte über die Debatte im Bundestag. Das hatte offenbar so das Gefühl Zukunft Deutschlands oder was auch immer. Und wenn man jetzt sich diese Rede von Willy Brandt anguckt, dieser Satz, also der kriege ich Gänsehaut, wenn ich den höre. Es wird nichts aufgegeben, was nicht längst verspielt wurde. Das ist, wie er das auch sagt, das ist auch so groß. Auch dieses Wort verspielt wurde oder so ähnlich. Mhm. Also im Sinne von, ihr seid ja selber dran schuld. Ich muss sagen, das ist, und da kenne ich kein Äquivalent, also kein Vergleich seither in der politischen Rhetorik. Ich hatte irgendwie nach ihrem Hinweis, irgendwie sich mal so ein paar alte von den paar alten Debatten anzugucken und den großen Reden. Was mir da halt auffiel, ist, dass ich mich nicht erinnern kann, wann ich die letzte große Rede im Bundestag gehört habe. Also im Sinne von, also einer Rede im Cicero-Sinne, also die halt eine richtige Rede ist. So, ja, ne? Also mit irgendwie einem dramaturgischen Aufbau und irgendwie allem drum und dran. Das ist doch eigentlich eine Frechheit, sondern oder? Sondern irgendwie ist es halt immer nur so dieses, aber ja, meine Damen und Herren, wir müssen uns alle darüber einig sein, dass irgendwie vielleicht wir doch immer noch und so weiter. Also und dieses ganze Gebabbel. Ne? Ist das nicht eine Frechheit? Das ist doch deren Auftrag. Und die andere Frechheit, finde ich ja, die mir jetzt gerade in den letzten Tagen so auffiel, da sitzt halt niemand mehr. Ne, also das halt irgendwie. Also da habe ich einen wunderbaren Tweet gelesen. Ja, der war super. Muss ich mal eben zitieren. Genau. Ja, nehmt es den Leuten doch nicht übel, dass sie da nicht sind, denn es ist ja schließlich Mittwoch und die Abgeordneten wollen ja zum Wochenende zu Hause sein. Also, jawohl, so sieht's aus. Ja. Also, aber ich meine, das verleiht einem auch das Gefühl, dass es nicht dringend ist, ja. Wenn man sich so eine Debatte ansieht, ich meine, wir können ja froh sein, dass es inzwischen Phoenix gibt, den gab es ja auch nicht immer. Und dass da in Berlin gibt es im Kabelnetz einen Parlamentsfernsehenkanal, da kann man, wenn man will, hingucken. Aber das ist wirklich deprimierend. Weil wobei Phoenix auch mittlerweile immer seltener überträgt. Ja, aber wenn man da mal was sieht,
sitzt da so gut wie nie jemand. Ja? Die sagen dann natürlich. Reihen, zwei Reihen sitzen voll, damit es jemand zum Applaudieren gibt. Aber so das Gefühl, hier geht's gerade um was, stellt sich nicht ein. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Dass es um was geht. Und da, also ich, meine letzte Erinnerung an eine große Rede war die von Richard von Weizsäcker vom 8. Mai. Die habe ich auch ganz bewusst erlebt. Seitdem ist ja wirklich einiges geschehen. Und ich erinnere mich auch nicht. Ich meine, wir hatten Kriegszustände. Wir haben Armeen losgeschickt. Wir hatten eine Wiedervereinigung. Wir hatten eine Euro-Krise, was auch immer. Ich erinnere mich an überhaupt keine Rede. Und das finde ich, denken Sie an den Bundespräsidenten, den Amtierenden vor allen Dingen, von dem weiß ich überhaupt, kenne ich überhaupt keine Rede. Hat er schon mal eine gehalten? Ich weiß es nicht. Oh ja, oh ja, das ist ganz furchtbar, das kann man überhaupt nicht aushalten. Ich weiß, er hat jetzt gerade einen abgesagt. Der redet auch sehr langsam. Also ich glaube, er versucht so zu simulieren, dass er mit Bedacht redet, aber wenn du das hörst, das hält man wirklich nicht aus. Und dann fragt man sich doch, wieso wollte er das werden? Weil das ist ja das Amt. Das Amt ist ja mit Sprache. Sie haben gesagt, Cicero, das ist doch Symbol. Wir sehen doch am Internet, was Sprache für eine Magie hat. Das ist ja unglaublich. Und warum will er dann das Amt? Das ist ein ganz großes Rätsel. Ob das Disrespect ist oder ob das Unfähigkeit ist, ich weiß es nicht. Es ist jedenfalls verheerend. Seit der Wiedervereinigung wartet jeder, erinnert sich, wie immer es hieß, wir brauchen eine Blut-, Schweiß- und Tränenrede. Genau. Das Lustige ist ja, dass wir die auf Umwegen von Obama gekriegt haben dann. Es gab ja in Deutschland mehr Rückhalt für Obama als in den USA stellenweise. Weil er reden kann. Ja, weil der einfach reden konnte. Der hat sich dahingestellt und hat ein paar Sätze gesagt. Das muss ja gar keine volle Rede sein. Wir haben ja keine großen Ansprüche. Aber gelegentlich das Gefühl haben, liebe Landsleute, ich nehme das jetzt in die Hand. Das sind die Probleme, die werden wir jetzt angehen. Ja, und es steht hier viel auf dem Spiel. Daher... Ja. Gucken Sie sich das bitte an, es geht hier um was. Einfach mehr will man noch gar nicht hören. Ich finde auch, man sollte klar machen, also was wir sind ja da gebrannte Kinder. Niemand erwartet jetzt ja Sportpalastreden. Niemand will jetzt hier Demagogie oder so etwas. Aber es geht. Die Demagogie haben wir im Bundestag ja gehabt, irgendwie am Mittwoch. Ja, das stimmt. Von Herrn Uhl. Ja, das... Naja, gut, aber nicht ganz freiwillig. Die war aber jetzt... ja gut, also vor allen Dingen was amateurhafte Demagogie, muss man ja mal so sagen. Ich wollte gerade sagen. Ich muss ja sagen, also in meiner Historie, ich war zu DDR-Zeit ein Agitator. Ja, also ich war derjenige zuständig. Wobei das ja, muss man erklären für die Wessis, das ist nicht unbedingt negativ besetzt, der Ausdruck Agitator. Genau. Nicht wahr? Ja. Erklär das doch mal. Na, also der Agitator war in der Struktur im Osten zuständig halt dafür, dass halt die politische Information der, zum Beispiel der Klasse, gewährleistet ist so. Und das heißt, ich musste sowas wie eine Wandzeitung machen mit den Themen des Tages und so. Eigentlich machen wir das ja immer noch jetzt gerade so. Genau. So. Aber zumindest hatten wir damals ein bisschen Anspruch daran, was irgendwie, also sozusagen was die Qualität der Propaganda angeht. So, ne? Und ich meine, das ist halt, also, und diese Sachen, die jetzt der Uhl da brachte, das war irgendwie ja sowas von amateurhaft, irgendwie, also man sollte denken, ja, man hat mehr Anspruch. Die Bösewichter sind Amateure geworden. Das ist es. Genau, das glaube ich, also genau. Also, aber das zieht sich auch durch unsere Kritik. Wir haben uns ja damit abgefunden als Bürger, dass wir belogen werden. Aber wir möchten gern glaubwürdig belogen werden. Genau. Erzähl doch mal diese Geschichte mit dem Uhl jetzt, die müssen wir doch aber hier gerade besprechen. Naja, also es ging halt damit los, dass der da seine Rede wohl relativ frei gehalten hat, was im Bundestag wohl eher unüblich ist. Was eigentlich ja lobenswert ist? Eigentlich ist es lobenswert, aber der hat sich halt ein paar Mal vergriffen. Ein paar Mal kann man sagen, gut hat er sich versprochen, ja. Aber es gibt im Bundestag, gibt es erstens einen Livestream inzwischen, sehr lobenswert. Man kann also, auch wenn man nicht in Berlin wohnt, sich diesen Stream angucken. Das haben beim CCC einige gemacht, als es um den Trojaner ging, weil wir dachten, so jetzt kommt hier endlich mal, jetzt kommen hier die großen Gewehre aus dem Keller. Und es gibt danach ein Protokoll. Und was Insider schon immer wussten, dieses Protokoll wird also nicht live erstellt und entspricht nicht unbedingt dem Gesagten, sondern es geht nochmal durch die Büros von den jeweiligen Rednern. Zuerst Steganow, also es ist ja so, es gibt ja zwei Sachen. Es gibt einmal die Reden, die vorher auch ja abgegeben werden können, was dann manchmal ist, die Rede wird zum Protokoll geben. Ja, das ja ist jetzt nicht gewesen. Da ist ein anderes Thema, sind wir auch anderes Thema, furchtbare aber wenn Sachen. Aber wenn sie halt gehalten wird, dann wird sie ja mit steganografiert. Und aber dann, diese Version landet eben nicht im Internet und ist auch nicht der offizielle Rekord, sondern es gibt diesen stenografischen Dienst, Entschuldigung, der Kryptograf bricht durch mit mir. Es gibt den stenografischen Dienst des Bundestages, der macht dieses Steno-Protokoll und gibt es dann aber dem jeweiligen Redner bzw. seinem Büro und die können dann Fehler korrigieren. Aber in den Regeln steht eben ausdrücklich drin, es darf nicht sinnentstellend korrigiert werden. Also es darf auch, aber dann braucht man eine Ausnahmegenehmigung vom Präsidenten des Bundestages und so weiter. So, was jetzt passiert ist, dass der Uhl hat sich halt im Kopf und Kragen geredet, hat dann sehr knackige
Sprüche abgesondert. Der eine war... Die Sicherheitsbehörden regieren das Land. Genau, also Sicherheitsbehörden regieren das Land und es wäre ja tragisch, wenn dieses Land von Piraten und Chaoten aus dem Computerclub regiert würde. Und fing dann nochmal an, dass die Sicherheitsabteilungen, die ja unser Land regieren würden, und die Sicherheitsbeamten, die seien ja gut geschult und würden das alles schon in Ordnung machen. Aber er hat jedenfalls das so dargestellt, als wenn die Regierung Teil der Exekutive wäre und quasi von den BKA-Beamten unser Land geleitet wird. Und das kann man jetzt sagen, okay, war ein Versprecher oder nicht, aber das Steno-Protokoll hat es halt komplett geändert. Da standen dann drin, nicht wir werden regiert von Sicherheitsbeamten, sondern wir haben Sicherheitsbeamte, die auf dieses und jenes achten. Also wir sind der Sache auch nachgegangen, weil mich interessierte das, ob er hat mich ja auch in der Rede beleidigt für meinen Leitartikel, ob er das auch verändert hat. Das war aber leider oder zum Glück nicht der Fall. Man muss sagen, es sieht so aus, dass der stenografische Dienst offenbar stillschweigend erkennbare Versprecher korrigiert. Also ob er das selber war oder ob das der stenografische Dienst war, ist ja egal. Es gibt immer noch Sigmund Freud, ehe es spricht. Und dann ist das nochmal ein ganz anderes Stenogramm der Seele, wenn man so will. Aber schon eine Sache. Aber der interessante, worauf wir hinaus wollten, war die, was die Reaktion war. Ist die Reaktion war, dass diese Manipulation hat eine deutlich größere Reaktion hervorgerufen als die eigentlichen Sachen, die er da gesagt hat. Mhm. Weil einem Großteil der Bevölkerung es eigentlich überhaupt nicht bewusst war, dass diese Protokolle nicht Protokolle im Sinne sind, wie wir sie benutzen. Denn wenn man zum Beispiel eine Mitarbeitersitzung macht oder irgendwie eine Vorstandssitzung in einem Unternehmen und es gibt ein Protokoll und man fälscht, was da drin steht, das ist richtig strafbewehrt. Mhm. Ja, das darf man nicht tun. Und das ist so der Art, das ist, was die Bevölkerung unter Protokoll versteht. Und gerade die Nerds. Na klar. Mhm. Und als die gesehen haben, dass diese Protokolle im Grunde eher so eine Art, ich will nicht sagen Whitewash, aber da geht es halt nicht darum, konkret... Eine offizielle Geschichtsschreibung sind. Genau, das ist die offizielle Geschichte. Sehr schön, Euphemismus, vielen Dank. Sondern, dass da eben korrigiert wird, das hat einen richtigen Aufschrei gegeben. Der Uhl war jetzt, sagtest du, 2 Tage lang in Folge. Trending Topic, ja. Trending Topic auf Twitter. Ja, was man ja auch verstehen kann, wenn man einfach, ich wusste das übrigens auch nicht, also ich gehe davon aus, das ist für mich auch wichtig, weil man geht ja an alte Protokolle so ran, dass man auch versucht, so die Psychic Battle, also das psychische Schlachtfeld. Ja. Und das geht offenbar nicht. Also wenn die das immer so korrigieren, es gibt natürlich legendäre Sachen, die in den Protokollen stehen, also Franz Josef Strauß, berühmte Äußerungen, Todenhöfer, den er ja immer nannte und solche Dinge, das wurde nicht korrigiert. Ach so. Dafür Wehner hatte eine permanente, weil wir von großen Reden reden, Wehner war besessen von so, ich will nicht sagen sexuellen Anspielungen, aber so pubertären sexualisierten Anspielungen. Da gibt es die übelsten, oder ich weiß ja nicht, ob man das denn so hier in diesem seriösen Sender sagen kann. Also zum Beispiel, ganz schlimm hat er dem Arm von Donani mitgespielt, den er nicht mochte, weil er den für eitel und glatt hielt. Und dann sagt er halt öfter, auch vor laufender Kamera, steht auch in seiner Biografie, jetzt geht der wieder und das war natürlich jetzt nicht große Rede, sondern das war eher pubertär. Okay, aber noch so ein Detail, woran ich mich erinnern kann, dass früher noch so zu Zeiten, wo ich als Kind Westfernsehen geguckt habe, da kam es durchaus mal vor, dass irgendwie so Kindersendungen denn verschoben wurden oder so, weil noch irgendeine große Debatte im Bundestag lief. Genau, die Kinderstunde. Ne? Das habe ich erlebt. Wir waren entsetzt, wir wollten Kinderstunde sehen und es war immer schwarz-weiß. Es war auch immer nur eine Kameraeinstellung. Ich weiß noch, wer da alles, Herr Katzer und also Leute, die heute niemand mehr kennt. Und wir fanden das jetzt auch nicht toll. Also das war schon, später hat man dann schon gemerkt, es gab so Schlüsselmomente. Und da, also Franz Josef Strauß, Herbert Wehner, hat sich niemand entgehen lassen. Das waren wirklich auch vom Temperament, von der Risikobereitschaft, natürlich ganz anders. Strauß war ein unglaublicher Redner. Ich glaube... Da gibt es auf YouTube übrigens auch ein paar beste Videos. Ja, da gibt es ganz, ganz... Großartig. Aber interessant fand ich eben genau diese Priorisierung. Heute würde niemand mehr das Sandmännchen wegen der Bundestagsrede verschieben. Das ist ja auch, was ich mit Phoenix meine. Die Hierarchisierung, was nehmen
nehmen wir, ja, was nehmen wir wichtig? Das war ja nicht das Sandmännchen, das war ging ab 15 Uhr. Und stundenlang, manchmal auf beiden Sendern, es muss ja nicht so unbedingt sein, aber was hierarchisieren Medien? Was nehmen sie wichtig? Was nehmen sie nicht wichtig? Was ist Schlagzeile? Das ist ja, was wir alle beim Öffentlich-Rechtlichen nicht verstehen, warum sie nicht um 20.15 Uhr wenigstens einmal in der Woche ein politisches Magazin machen, um zu sagen, das hat einen wirklichen Stellenwert in der Gesellschaft und nicht nur eine Talkshow oder so etwas. Und das ist etwas völlig, das ist jetzt eine Nische geworden, die Politik. Das muss man so sehen, jedenfalls die Realpolitik. Und das zeigt, dass zumindest die medialen Systeme, nicht die Zeitung, würde ich jetzt sagen, die machen das noch, die nicht so an. Der Lammert hat ja eine riesige Auseinandersetzung mit den Öffentlich-Rechtlichen darüber, weil sie den Bundestag nicht mehr übertragen. Jetzt kann man auch sagen, es will auch heute niemand mehr hören. Man kann aber auch sagen, vielleicht geht es um nichts mehr. Da gab es auch diese Äußerung von dem Merz, ne? Wie war denn das? Ja, Friedrich Merz, das habe ich damals sehr attackiert. Da fiel ich fast zum Stuhl. Das muss man mal wirklich sagen. Ich glaube, die einflussreichste Sendung leider für das Entstehen des Neoliberalismus war die Sendung Sabine Christiansen, die auch damals war ein neues Format. Viele werden sich ja noch erinnern, waren auch fast immer die gleichen Gäste. Sie selber war ziemlich deutlich Partei. Und da gab es eben den Moment, wo Friedrich Merz, gab zwei Momente. Der eine bei der 100. Sendung, als der Bundespräsident Horst Köhler als Gast dorthin ging und die gesamte Geschichtsschreibung dieser Sendung unterordnete. Wissen Sie, das war bei ihrer 50. Sendung, als das passierte, und bei ihrer, das war schon irre. Und dann Friedrich Merz, der sagte den legendären Satz, Ihre Sendung ist wichtiger als die Reden im Deutschen Bundestag und meinungsbildender. Und das ist schon eine Zäsur gewesen. Ja. Das ist auch traurig, weil die Gäste ja immer auch so Lobbygestalten von der neuen sozialen Marktwirtschaft und so waren. Also das war ja, die haben ja gar nicht mal versucht, ja, und man kann sich ja auch, wenn Sie sich zum Beispiel mal so eine Sendung angucken und auch dazu zählen, dass der Moderator ja auch bezahlt wird vom öffentlich-rechtlichen System, muss man sich immer mal fragen, wer dort eigentlich nicht vom Staat bezahlt wird, von denen, die dort reden. Da bleiben meistens nur entweder Funktionäre übrig. Oder Lobbyisten. Oder Lobbyisten, genau. Hm. Das ist ein ganz merkwürdige Verzerrung von Wirklichkeit. Ich glaube, ja gut, manchmal sind wir auch da. Nein, selten genug. Über den Trojaner haben sie eben keine Talkshow gemacht. Ich meine, ich habe mit dem einen oder anderen geredet, habe gesagt, warum macht ihr das nicht? Das ist doch da kann man doch so viel dranhängen. Auch die gesamte, es geht ja nicht nur um den Trojaner, es geht doch um viel mehr. Und was mir da geantwortet wurde, war eben erschütternd. Das war Quote, das war interessiert die Frau nicht, zum Beispiel, zu schwierig. Und solche Dinge. Die haben das ja versucht, als es um die Vorratsdatenspeicherung ging, erinnere ich mich, da ist der Lobo, oder Sascha Lobo ist da noch durch die Gegend gezogen und hat einen Talkshow geredet. Wir waren ja schon. Also das gab schon Talkshows, wo wir auch waren, aber jetzt halt gerade nicht. In so ein paar Talkrunden waren wir schon drin, aber was wir auch feststellen ist, dass das Niveau der Thematisierung in den Medien allgemein sich ja schon dramatisch verändert. Also die Zeitungen sind ja durchaus noch eine löbliche Ausnahme, sofern sie nicht einfach nur DPA-Printouts sind. Mhm. Man tut sich einfach auch keinen Gefallen, wenn man zu so einer Talkshow geht. Ich meine, das ist halt eben die Frage. Mittlerweile ist das Format halt eben doch so verschlissen, dass es also nur noch sehr wenig, also was ist die Phoenix-Runde zum Beispiel, kann man noch machen oder so, weil zumindest noch irgendwie irgendeine Art von inhaltlichem, politischem Anspruch dabei gibt. Aber bei vielen Sachen geht es ja nicht einmal mehr darum, ne? Also es geht nicht mehr um die Wahrheitsfindung. Auch bei dieser Phoenix-Runde war ich wirklich betroffen, dass der Moderator nicht an opportuner Stelle einfach mal nachgehakt aber hat. Aber was sie bekommen, ist emotionales Kapital. Das haben sie gesehen, dass durch zwei oder drei Talkshows, die Piraten, da geht es gar nicht darum, was da gesagt wurde, sondern die Piraten, dass die Gesellschaft eine Emotion, ein Gefühl entwickelt für die Piraten. Das war die Anne-Will-Sendung und auch eine andere. Aber das andere, also die Fragen, die uns jetzt ja auch so betreffen, also die Fragen, wo sind die Antworten, wo sind die Fragen, die könnten sie in Formaten ja lösen. Zum Beispiel gibt es hinter den Kulissen den Versuch, den ich super finde, aber er ist gescheitert, den Chef der Bundesbank mal ganz alleine, Hauptsendezeit, eine Stunde oder anderthalb Stunden nur ihn zu befragen über die Lage, die wir haben in der Eurozone. Also was ist denn eigentlich los? Genau. Und das nächsten Tag wieder einen anderen. Nur den. Das muss man aber live machen, sonst wird das alles. Die BBC hat das Format Hard Talk. Und das hat sich nicht die das wollten, haben sich damit nicht durchsetzen können.
bei der ARD, weil sie das nicht wollten. Und das ist das, das eine ist so eine Talkshow, die dafür sorgt, dass man sagt, der ist sympathisch, der ist nicht sympathisch. So. Aber dass wir gar nicht mehr durchstoßen auf die Fakten. Leute, auch wir wollen doch sehen, ob jemand, es gibt eine legendäre, kann ich auch bei YouTube, glaube ich, ablaufrufbar, BBC-Sendung mit Wolfgang Schäuble vor 2 oder 3 Jahren, Hard Talk heißt die. Der wird dort so hart angegangen und am Ende kapiert man was. Und das fehlt bei uns halt total. Also ich kenne keine einzige Sendung, wo es das gibt. Das wäre ja der Moment der Wahrheit. Ich glaube aber auch nicht, dass die BBC das heute noch etablieren könnte, sondern die Sendung gibt es halt schon echt lange. Stimmt. Und wenn man heute, also das ist auch eine ganz andere Streitkultur, das kann ich auch jedem mal empfehlen, der mal in England zu Besuch ist. Da gibt es noch richtige, also das ist auch ein Ritual, aber da gibt es richtige Befragungen des Premierministers im Unterhaus, wo dann auch wirklich böse Fragen gestellt werden und nicht so eine Softbälle wie bei uns. Und da kann der dann auch nicht einfach mal auf was anderes antworten, sondern muss dann auch zu dieser Fragestellung nehmen. Und das ist so richtig zack, 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 vom Timing her sehr schnell. Und sowas würde ich mir auch bei uns wünschen. Aber das ist eben, die Medien sind bei uns dazu übergegangen, dass die Leute eben damit durchkommen, wenn sie auf Fragen nicht antworten. Ja, die können einfach eine andere Frage beantworten. Das ist ja auch, das wird ja in Schulungen beigebracht heutzutage, in Politschulungen, wie man in Talkshows oder bei Befragungen einfach die Fragen ignoriert und seine Agenda runter erzählt. Und die Moderatoren lassen einen damit durchkommen, weil das eben heute Standard ist. Und solange wir das nicht wegkriegen, sehe ich auch keine Besserung, ehrlich gesagt. Was soll denn da noch groß geschehen, ja? Dass auch diesen Bundesbankpräsidenten, wenn man den da jetzt hinsetzt, das funktioniert ja auch nur, wenn man den dann nicht damit davonkommen lässt. Nein, das ist genau der Punkt. Da muss auf der Gegenseite jemand sitzen, der die Fragen stellt. Es darf halt nicht so sein, wie es in öffentlich-rechtlichen Systemen, die ich verteidige, zum Teil ist, dass in einem dem ZDF der Landesgruppenleiter eines Bundeslandes erst mit Ministerpräsidenten sich gut stellen muss, ehe er überhaupt zum Landesgruppenchef, zum Landeschef wird. Das sind Dinge, die sich im Laufe der Zeit, oder die Christiansen, die ja praktisch Mitspielerin war im politischen System. Ich glaube, dass das aber alles in dieser Krise, in der wir uns jetzt befinden, darum reden wir ja auch jetzt über, warum reden wir über politische Rhetorik? Weil wir das Gefühl haben, es fehlt Diskurs. Also es muss etwas erklärt werden und dann daraus Konsequenzen gezogen werden. Aber was Hefe gerade sagte, ist natürlich ein wichtiger Punkt. Das ist nämlich die Qualität des Personals, also die Leute, die da sind, hat natürlich einen massiven Einfluss auf die Debatte. Und natürlich auch der Fakt, dass wir dieses Zu-Todes-Spinnen von Themen, das jetzt so normal geworden ist, also dass wir halt irgendwie uns einfach daran gewöhnt haben, dass es keine richtigen Antworten mehr gibt. Hier Ole Schröder vorgestern im Bundestag. Also ja, ein Musterbeispiel. Ein Musterbeispiel von irgendwie, wir geben keine Antworten mehr, wir liefern nur noch irgendwie hohle Phrasen ab. Es gibt kein Recht mehr auf irgendwie eine inhaltliche Aussage, offenbar. Aber dann habe ich eine Frage. Vergessen wir mal für ein paar Sekunden alles, was in der zweiten Hälfte von Gutenberg passiert ist. Ja? Vergessen, alles mal wegstreichen. Und auch jetzt nicht ihn als Witzfigur, sondern einfach so wie er war. Wenn Sie, und ich habe daran, wir haben ja damals auch mal drüber geredet, ich bin ja damals schon irre geworden daran, es ging ja gar nicht jetzt um die Politik, sondern es ging um einen Satz, der immer wieder kam, wenigstens einer, der Klartext redet, hieß es, wenigstens stimmt, einer, ja, der die Wahrheit sagt. Und das, ich rede jetzt nur vom ersten Teil dieser Karriere, das stimmte erkennbar einfach nicht. Also das war nicht nur, da musste man nicht irgendwie kundig sein. Schon bei der Opel-Sache ist der ja nicht zurückgetreten. Also das war ja gar nicht der, hier stehe ich und kann nicht anders. Aber alle, also viele Medien, nicht alle, aber vor allen Dingen auch die Bevölkerung hat das Label entwickelt, hier spricht einer Klartext. Bei einem, der wahrscheinlich am wenigsten von allen Klartext geredet hat. War es nicht eher Bild, das das Label entwickelt hat? Nein, es haben so viele Leute, so viele, das war wie so eine Echokammer, aber das, nicht, wenn man es einmal reingibt, ja, verstärkt sich das. Das war unglaublich. Aber, also mein Empfinden war ja eher, dass es tatsächlich die Springer-Medien waren. Stern, Spiegel Online. Haben alle diese Klartexte? Spiegel Online, okay. Weiß ich noch heute, wie Spiegel Online, als er in Afghanistan war, schrieb, er ist kälter und härter als Hillary Clinton und solche Dinge. Das haben wir heute alles, haben wir alles mal dokumentiert in der Zeit. Mir geht es ja auch gar nicht darum, aber jetzt nochmal an Karren zu fahren. Gut, aber das ist ein wichtiger Punkt, also weil das sozusagen dieses Empfinden von Klartext bei jemand, der nur eine andere Art von Sprechblasen absonderte. Naja, also ich habe das ja damals unter dem Aspekt gesehen, dass ich damals gerade auf Geschäftsreise
in den USA war, gerade zurückkam. Und das war exakt die Phrase, mit der Bush seinen Wahlkampf betrieben hat. In beiden Wahlen, wo er gewählt wurde. Stimmt, in den USA war dieses genau Straight-Talk-Ding, ne? Genau, dieses ich bin ein Cowboy, ich habe zwar keine Ahnung, aber ich rede wenigstens Klartext. Das war genau dieses Ding und ich glaube, das haben die einfach kopiert damals. Aber wie kann es sein, das verstehe ich, aber wie kann es sein, dass jemand, der erkennbar keinen Klartext spricht, denn das ist absolut definitiv sicher. Na, der Bush doch auch nicht. Ja, Moment, dass der dann aber so wahrgenommen wird und das war nicht nur die Bild-Zeitung, das ist eine Frage, ob nicht sozusagen Simulationen oder die Simulation von Straightness, tatsächlich, ob das nicht reicht schon. Und das ist nämlich auch beunruhigend, weil man sieht, da ist eine Marktlücke offenbar für so etwas und die kann ganz schnell gefüllt werden. Ich könnte das wirklich hier hundertfach belegen, dass diese These stimmt, bis hin zu heute Journalinterviews. Ich bin einer, der dafür bekannt ist, dass er sagt, was die ganze Sache mit dem Krieg, das hieß kriegsähnliche Zustände vorher und dann, es ist vielleicht doch ein Krieg und so. Das ist nicht Klartext gewesen. Nee, gut, aber ich erinnere mich tatsächlich. Aber das ist doch diese PR-Basis. Nee, aber diese Kriegsgeschichte war tatsächlich so ein Punkt, da kann ich mich auch daran erinnern, das ist richtig. Weil, wo das er zum ersten Mal überhaupt von irgendwie das Wort Krieg überhaupt in den Mund nahm und also er einfach nur das Offensichtliche sagte, ne? Also sozusagen. Er sagte erst kriegsähnlich. Ah, jetzt habe ich es. Genau. Was er tut, was er getan hat, war, er hat nur ein bisschen weniger Spin da reingetan. Mhm. Also er hat sozusagen dadurch, dass er einen, es gibt ja, zu jeder Zeit gibt es ja diese Tabus in der Gesellschaft, wo alle wissen, worum es geht und alle wissen, was los ist, aber sich nur am Rand die Leute trauen, das zu sagen. Mhm. Ne, also es war halt, gibt's in unserer Zeit gibt es eine Menge Sachen davon. Krieg in Afghanistan war das erste, wo alle eben ist klar, es ist Krieg, nur die Politiker sagen es nicht so. Mhm. Geht weiter halt irgendwie mit Eurokrise, mit irgendwie Finanzkrise, mit Peak Oil. So, also alle wesentlichen großen Sachen unserer Zeit sind ja irgendwann mal Tabus gewesen. Also Sachen, die halt nicht nicht öffentlich gesagt werden konnten. Und alles, was er getan hat, war, ein bisschen davon abzukratzen, also ein bisschen hinzugehen zu, wir deckeln es mal nicht ganz so dolle zu. Ich will den Fall jetzt ja gar nicht vertiefen. Aber ich finde ihn spannend, weil irgendwie ein Hinweis ist auf was kommen wird. Auf was kommen wird, das glaube ich nämlich auch. Nehmen wir nur mal ganz kurz, ich weiß, es klingt ja langweilig, aber nochmal diese Opel-Situation, die kenne ich zufälligerweise sehr genau, was da genau los war. Mhm. Was war passiert? Die wollten diesen Opel retten und der Bundeswirtschaftsminister sagt in diesem Gremium, ich kann das eigentlich nicht mittragen, ich müsste also mir da echt überlegen, ob ich das weitermache. Und dann, das hören ungefähr 10 Leute von 50. Das ist, dringt noch nicht mal durch. Und er tritt ja auch nicht zurück. Und dann geht eine Geschichte durch die Gesellschaft, in der es heißt, das ist deshalb ein aufrechter Mann, weil der das nicht mitmachen wollte. Ist das nicht Krisen-PR? Das ist so, was ich mich dabei frage. Dann nehmen wir mal an, ich bin der PR-Manager von Gutenberg und der verplappert sich. Das ist doch genau der Spin, den ich da dranhänge, dass ich sage, seht mal, der Mann ist wenigstens ehrlich. Nee, der hatte sich nicht verplappert. Das ist Psycho. Das ist, das hat gereicht. Das ist die nächste Level von Spin. Ich meine, wenn wir mal zurückgucken, wir hatten es ja schon mal in einer vorigen Sendung ein bisschen gecovert, wo dieses massive Spinning herkam. Ne? Und das hat ja angefangen eigentlich mit Thatcher. Ja. So, also die halt einfach ihre Politik in so dicke Layer von Neuworten eingepackt hat und von Umbauen von Konzepten, Kapern von Konzepten, Kapern von Worten. So, und wozu das ja geführt hat, ist, dass man halt an bestimmten Punkten heute keine Debatte mehr führen kann, wenn man überhaupt dieses Vokabular auch nur benutzt. Mhm. Weil es halt nichts sagend ist und immer wieder umgedeutet werden kann. Und wir haben ja den Punkt erreicht, wo alle davon total genervt sind. Ne, also selbst irgendwie so relativ honorige Personen wie Frau Lauterser-Schnarrenberger, ne, die halt ja, also wo man zumindest annimmt, dass sie halt irgendwie eine gewisse Integrität zum Thema Bürgerrechte hat, hat in dieser Debatte im Bundestag effektiv nichts gesagt. Mhm. Ne, sie hat halt, also effektiv hat sie irgendwie eine Menge Dinge gesagt, so die alle ganz schön klangen, aber es. Und der Duktus war flammend und engagiert. Genau. Aber inhaltlich hat sie nichts übertragen. Und nur als kleinen Einschub, einen Tag später rief mich Gerhard Baum an und der hat am Telefon eine bessere Rede gehalten als Lauterser-Schnarrenberger. Das glaube ich sofort. Ja. Also ich war das halt, der ist ja auch noch einer aus der Generation, die irgendwie noch richtige Reden halten konnte, ja. Nee, aber genau dieser Punkt, dass man halt nicht mehr die Wahrheit pur sagen kann. Ich meine, das ist auch der Grund, warum die Leute unsere Sendung hören, ist ja, weil wir irgendwie solchen Spin nicht betreiben, sondern einfach nur sagen, was wir denken, so. Und der genau diese
dieses die Wahrheit sagen können, das tritt mir auch immer wieder bei irgendwelchen Vorträgen und so entgegen. Da kommen Leute hinterher zu mir her und sagen, ist aber gut, dass endlich mal einer die Wahrheit sagt. So, aber, und dann wiederum fängt es aber an, das Bild genau dieses Ding kapert. Ne? Also diese Bildwerbung, jede Wahrheit braucht einen Mutigen, die sie ausspricht, so, ist ja genau wieder sozusagen die nächste, der nächste Spin-Dreh. Absolut, an dem Ding, ne? Das ist aber nicht nur Bild. Es ist ein, das sind viele, das war der Stern, das sind viele, die da mitmachen, das ist eine Marktlücke. Im Augenblick sitzen in dieser Marktlücke die Piraten, die sind es ja auch, das muss man ja sagen, aber man wird das jetzt genau, man muss da auch sehr aufpassen, glaube ich, beobachten, die werden jetzt zu diesen authentischen, passt genau zu dem Bild, das sie auch von sich selber geben, aber für die Medien ist das nicht, also für die Mehrheit der Medien hat das gar nichts mit der Realität zu tun, die brauchen das. Das Label der Authentizität. Genau, das brauchen sie. Ja. Und das brauchen sie deshalb, weil sie es auch wieder zerstören wollen. Da muss man sich, das Label der Authentizität ist nur wichtig, weil man das sieht, ist eine Medienlogik, weil ja dann das Coole ist, der Dramaturgie, dass man dann irgendwann beweisen kann, nein, auch die nicht. Und dann sind die Medien wieder, stehen sie wieder gut da. Das ist eine, hat gar nichts mehr mit Realität zu tun, also oft nicht. Das ist etwas, wo ich auch fast warnen würde, dass das, dass man sich zu viel darauf einbildet, wenn Massenmedien einem dauernd nachrufen, wie authentisch man ist. Weil das Spiel ist nochmal ein ganz anderes. Ja? Da müssen die doch aber jetzt ständig in den Medien sein. Wieso sind sie das nicht? Sind sie praktisch schon. Liegt das an denen? Also ich meine, dass sie jetzt nicht in der Tagesschau befragt werden oder so? Dass die Piraten momentan noch nicht, sag mal, die große Medienoffensive schaffen, hat einfach eine Menge damit zu tun, dass sie es noch nicht handwerklich können. Naja, das Problem ist halt nichts, was irgendwie, also kein ernsthafter Hinderungsgrund. Ich habe das ja ein paar Mal im Blog angesprochen und ich kriege dann immer wütende Mails. Und eine der Hauptausreden ist, ja, die fragen ja gar nicht bei uns an. Und wenn die mal anfragen, dann ist es für dieses NDR-Ding, was dann als Satire endete. Also das wird sich jetzt dramatisch ändern, wenn es sich nicht schon geändert hat. Das ist jetzt noch auf der Ebene Mona Lisa und Länderreport und vielleicht mal eine Talkshow. Aber diese Marktlücke oder sagen wir diese Planstelle ist frei. Die muss jetzt besetzt werden. Die Piraten brauchen jetzt halt 2-3 Figuren, die das tun. Möglichst eine Frau, 2 Männer. Das ist ungefähr das Modell, wo es, muss man so sagen, wie Medien, also TV funktioniert. Und dann wird das von selber kommen. Das ist gar keine Frage. Im Augenblick ist die Euro-Krise auch zu stark. Und die Piraten haben sich jetzt ja beim Trojaner, hätten sie wahrscheinlich schon jede Nachrichtensendung kapern können, wenn sie sich da irgendwie geäußert hätten, was sie ja aus irgendwelchen Gründen erstmal weniger getan haben. Also ich denke mal, also wir sind ja so, gerade so ein bisschen eben bei diesem ganzen Problemkreis politisches Personal. Ne? Und denke aber, das ist auch, glaube ich, momentan noch der größte Schwachpunkt der Piraten, dass sie halt da erstmal noch Leute rausbilden müssen, die sowohl strategisch denken können als auch Charisma haben und dadurch halt eben doch in den Medien arbeiten können. Aber das ist halt, ich würde sagen, das passiert einfach, wenn sie sich halt nicht irgendwie zu sehr anstellen oder zu sehr verstreiten. Wenn sie so lange durchhalten, passiert es von alleine. Naja, die Grünen hatten auch kein Charisma am Anfang. Also, dass die CDU Charisma hat, das will ja wohl auch niemand behaupten, oder? Weil das die SPD zwischendurch mal charismatische Figuren hatte, ja. Aber da muss man auch schon bis zu Wehner zurückgehen und so. Aber das ist doch traurig, dass der Schröder rückblickend da so fast schon eine Lichtfigur ist. Der sah aber auch nur aus wie ein Präsident. Ja, natürlich. Aber mehr Kanzler. Kanzler. Ja, genau. Also, aber mehr halt auch nicht. Aber interessant daran ist doch eben diese Anforderung, die wir ja auch implizit da transportieren. Interessanterweise, wenn ich jetzt mal unser Gespräch so ein bisschen reflektiere, an kompetente Politikdarstellung. Ne? Das wollte ich nämlich gerade fragen. Worüber wir gerade reden, ist ja eigentlich nicht Politik, sondern tatsächlich nur Politikdarstellung. Das war meine Frage. Ja. Aber gibt es da überhaupt einen Unterschied? Wollen Sie beide, das ist ja ein richtiger Fachbegriff auch, charismatische Herrschaft. Das ist ja etwas, was die Deutschen nicht wollten, nach den Erfahrungen. Ja. Und ich merke ja an uns allen auch, dass es eine Sehnsucht gibt. Dass da eine Sehnsucht gibt. Klar. Wir haben ja auch ein paar Fälle schon beschrieben. Wollen wir charismatische Herrschaft? Naja, also der Punkt ist halt, also eigentlich wollen wir von unserer Politik ja doch ein bisschen mehr unterhalten werden, als wir es momentan tun. Ne? Also wenn wir jetzt mal so unser Gespräch der letzten Dreiviertelstunde zusammenfassen. Das ist doch der Fallback. Eigentlich willst du ja, dass sie handeln, aber wenn sie es nicht tun, dann wollen wir denn unterhalten wirklich, werden, oder nicht? Dass sie handeln? Also ich meine, du hast doch mal dieses schöne Beispiel Belgien. So, lass uns doch mal dieses hübsche Beispiel Belgien irgendwie rauskramen. Gut, also jetzt, da habe ich natürlich Politik argumentativ nicht viel gegengehalten. Ohne Herrschaft. Ja, Belgien hat ja, ich weiß nicht, anderthalb Jahren jetzt keine Regierung, sondern der wird halt immer nur so irgendwelche Interims-Zwischenlösungen.
die im Grunde auch keine Befugnis haben, groß Gesetze zu ändern, sondern alles, was sie machen können, ist halt dafür sorgen, dass die Gehälter ausgezahlt werden für den öffentlichen Dienst und so und die Steuern eingetrieben werden und das machen die eben und Belgien geht es nicht schlechter damit. Ja, und deswegen habe ich so ursprünglich als humorige Anekdote das immer mal angebracht und meinte, naja, vielleicht wäre das auch für uns ein Modell. Aber inzwischen muss man wirklich sagen, wenn man vergleicht, dass die Eurozone in einer existenziellen Krise ist und die ganzen Länder alle am Abnippeln sind, dass Belgien sich da vergleichsweise deutlich besser schlägt als die Länder, die jetzt blinden Aktionismus gemacht haben. Wie sagen wir Spanien oder Irland. Ja? Und auch in Belgien gab es jetzt eine Bankprivatisierung. Also das ist nicht also so, dass man auf Notfälle nicht reagieren könnte. Einer unserer Korrespondenten, Dirk Schümer, den ich sehr bewundere, Europa-Korrespondent, kennt das alle, die ganze Welt, da, also die ganze Europa ist... Der sagt genau das Gleiche. Der hat immer gesagt, das geht doch super ohne Regierung. Er kennt Belgien, er hat den Fall Dutroux damals recherchiert, der kennt auch die ganzen Abgründe dort. Der sagt, es geht doch. Ich bin da jetzt nicht so sicher, ob wir das so toll fänden, wenn das bei uns so wäre. Vielleicht ist es ja auch schon so, das können wir im Augenblick nicht. Ich glaube aber, dass das genau die Fragen sind, die nach dieser charismatischen Herrschaft rufen, dass man sagt, okay, wir wollen Performance und diese Performance muss irgendwas sein. Also Show. Ja, Show ist es, ich glaube auch schon ehrlich gestanden, auch wenn das jetzt nicht so cool klingt, doch ein bisschen Sinn für den Ernst der Lage. Also es geht ja hier darum, dieses System, die Frau Merkel ist damals 1990 sozusagen in den Westen angekommen mit dem Gefühl, ein überlegenes System, das ja auch die Rationalität auf seiner Seite hat. Wie muss sich das eigentlich anfühlen nach 20 Jahren, wenn man sieht, das ist scheitert. Das System, ich habe es vor die Wand gefahren. Genau. Ja, und ich bin mit dabei. Das ist ja nicht von alleine gescheitert, sondern wie Merkel saß am Steuer. Da war eben und ein paar andere vorher natürlich auch, aber das ist doch ein Moment, wo auch so eine ganze Gesellschaft, das ist ja das, was ich so vermisse. So sei, wir sagen Fukushima ist explodiert und Tsunami und so weiter. Das ist ja viel dramatischer. Das ist ja nicht ein Tsunami, sondern das ist so, als hätte man die ganze Mathematik, der sozusagen die zu einem Atomkraftwerk führt, falsch gemacht. Als würde man plötzlich sehen, die ganzen wissenschaftlichen Grundlagen stimmen nicht so. So wirkt es im Augenblick. Und das artikuliert niemand, sondern alle tun noch so. Sie sagte das ja auch, sagt das ja in jeder Talkshow. Immer diesen Satz in kontrollierten Schritten. Sie tun ja alle so, das ist die letzte rhetorische Zuflucht, die sie haben, Kontrolle. Also den Kontrollverlust nicht zugeben. Genau. Das ist das, was sie immer, ja, wir machen das deshalb so, weil wir wollen das in kleinen, kontrollierten Schritten. Und was ja jeder weiß, dass gerade nicht der Fall ist. Und ich erwarte. Aber das hat doch der Schröder sogar schon gebracht. Der hat doch schon gesagt, er macht jetzt die Politik der ruhigen Hand. Mhm. Und was war das andere, der kleinen Schritte? Das ist doch dasselbe. Das ist nur Stunde. Aber da gab es keine Krise. Nein, natürlich gab es da Krise. Aber diese Krise gibt es doch immer. Und wenn es sie nicht gibt, dann wird sie ja weigern. Der Unterschied ist ein anderer. Nämlich die Sache mit diesem Kontrollverlust. Ja. Ne? Also dass das Nicht-Eingestehen des Kontrollverlustes, der nun so evident ist, dass ihn eigentlich niemand mehr wegdiskutieren kann. Ja, das wäre doch mal interessant, darüber mit Wissenschaftlern zu reden, wenn die plötzlich merken, und das so scheint mir die Situation, ein Experiment. Wir haben ein Experiment am Laufen und merken während des Experiments, dass unsere gesamten Grundlagen nicht stimmen. Sie ist ja Wissenschaftlerin. Was sagt denn ein Wissenschaftler? Leute, die dabei waren, erzählen mir, einer der größten Schocks für sie war bei der ersten Finanzkrise, Lehman, als sie zum ersten Mal, das war für viele, die dabei waren, wohl ein Schock, merkte, da war sie umringt von all diesen Leuten, BaFin, Ackermann, Deutsche Bank, alle. Und die wussten es auch alle nicht, ne? Ja, das war ein Moment, das ist wirklich, ich würde das wirklich, das muss man echt hochhängen. Plötzlich stehen sie gerade auch so eine Frau, die ja aus einem anderen System auch kam und dieses System hat sich unseres ja auch immer als funktionsfähig dargestellt. Plötzlich sehen sie, dass die Ingenieure des Systems nicht mehr wissen, die Maschinen nicht mehr bedienen können. Eigentlich ist Fukushima tatsächlich irgendwie die Schablone. Ja, es ist ein, ich würde sogar noch weiter gehen, Fukushima nicht nur mit Tsunami, sondern auch mit gleichzeitigem Fehler in der gesamten Berechnung des physikalischen Prozesses. Das ist ein, und darum, so erkläre ich mir übrigens auch, warum Fukushima, das ist ein Paradigma halt gewesen, da so schnell Handlungsfähigkeit gezeigt werden musste. Verstehe. Also heißt also, de facto war Fukushima halt der politische Archetyp für die Situation. Ja, natürlich. Ackermann redete doch schon vorher von Kernschmelzen. Ja, natürlich. Das ist ja ein, das ganze Modell steht ja. Und jetzt.
Und deswegen mussten sie Handlung, und da waren die Atomkraftwerke abschalten, war halt der Preis dafür, dass Handlungsfähigkeit demonstriert wurde. Genau. Haben. Und ich kann jetzt nur, wenn ich das einen Satz dazu noch sagen darf, und das will ich mich gar nicht hier irgendwie meiner, ich glaube, es gibt viel weniger Geheimnisse in der Politik, als man glaubt, das meiste ist öffentlich, aber ich habe die letzten 2 Jahre dafür benutzt, jeden, dem ich habhaft werden konnte, aus diesem Personal zu fragen, was geht eigentlich vor und was wird geschehen. Und ich kann hier zu Protokoll geben, dass es niemand beantworten kann. Und ich habe, glaube ich, mit allen geredet. Hm. Also, was uns ja so ein bisschen zu dieser Frage bringt, warum, was sind denn eigentlich die Handlungsmotivationen von Politikern? Moment, einen Aspekt möchte ich noch ansprechen. Also, ich habe diverse Freunde und Kollegen in anderen EU-Ländern. Und eine Sache, die ich immer wieder von ihnen höre, ist, dass deren Politik sich fast vollständig an der deutschen orientiert. Hm. Und das geht bis in Details, wie teuer jetzt ein Arzneimittel werden darf. Die warten ab, bis die Deutschen Preis festlegen und machen das dann. Und aus dem Winkel betrachtet, erscheint mir auch plötzlich das als ein sehr hohes Gut, zumindest den Anschein zu wahren, als wisse man, was man tue. Mhm. Und in kleinen Schritten Aktivismus zu machen, weil es geht gar nicht mal nur um das eigene Volk, die diese Einsicht nicht haben darf, dass im Grunde keiner weiß, was gerade passiert, sondern da ist noch die gesamte EU um uns rum, die auch plötzlich Panik kriegen könnte, wenn sie merken, wir wissen schon nicht, was hier los ist. Na, wir haben de facto als Deutschland, muss man ja mal so sagen, gerade die Verantwortung für Europa am Hals. Ja, aber so, das geht noch weiter ist nicht nur eine Plattitüde, will ich sagen, sondern es ist tatsächlich so, bis in die Niederungen der Verordnungen in den jeweiligen Ländern. Umso schlimmer ist es ja, dass wir mit diesem Personal gerade in dieser Situation sind. Ja, also das was vielleicht ist es ja immer so, aber ja, wahrscheinlich haben das auch frühere Zeiten so empfunden, dass es auch kein gutes Personal war. Und wobei ich einen fundamentalen Unterschied zu der Vergangenheit ziehe, auch selbst zu Lehmann ziehe. Also was Sie da sagen mit den anderen europäischen Ländern stimmt, glaube ich schon. Die wissen ja auch alle, dass wir eigentlich die Kontrolle nicht haben. Aber das Macht, die pure Macht kann ja Kontrolle sein. Also einfach, Hauptsache ich habe Macht und das hat ja Deutschland, dann ist das schon Kontrolle. Was das Neue ist, und das ist etwas, was ich glaube, das finde ich, für mich ist das die, wie soll man das beschreiben, ohne jetzt wieder als Apokalyptiker zu gelten. Ach, das können Sie bei uns ruhig sagen. Hat unser Publikum ist das hier gar keine auf Probleme. Dem Sender erlaubt? Das ist überhaupt kein Problem. Okay. Da können Sie gerne so viel Apokalypten, wie Sie möchten. Es ist Folgendes, und das passiert, kann man datieren. Die Frage ist doch immer, warum haben die nicht, das wäre jetzt ja gleich bei Griechenland gesagt, das geht so nicht. Das ist ja die Frage, warum haben die so lange gewartet? Und dann ist ja die Antwort, wir können nicht mehr offen reden, weil wir Finanzmärkte beeinflussen. Wir müssen eigentlich immer um die Ecke denken und das sagen die ja auch wirklich. Das ist wirklich der Satz. Weitergedacht und dem Satz würden die noch nicht mal widersprechen, heißt es, wir müssen die Unwahrheit sagen, um nicht zu sagen lügen, weil wir nicht die Finanzmärkte, also das, was sie erwarten, was Finanzmärkte tun könnten, zu beeinflussen. Die Erwartung, eine Erwartung, eine Erwartung. Das ist die Regel jetzt in der ökonomischen und politischen Diskussion seit 2 Jahren. Das heißt, es ist wirklich Lüge. Also, und zwar moralisch legitimiert damit, dass man sagt, ja, wir wollen ja nicht jetzt, dass irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Investmentbanker jetzt damit wieder ein Spiel beginnen. Aber faktisch ist es eine völlig unhaltbare Situation. Wir haben ja eine Vorsendung mit einem Spekulanten gemacht, oder ich sage mal Trader. Trader. Und der hat gesagt, ach wissen Sie, das haben wir doch alle schon eingepreist. Das heißt, dieses Argument zu allem, also interessanterweise zu allem, ne? Also sagt halt dieses Argument ist noch nicht mal stichhaltig. Das ist die griechische Tragödie an der Situation. Ist noch nicht mal stichhaltig, weil die Märkte das schon längst vorhergesehen haben und es schon eingepreist haben. Und vor allen Dingen, das ist doch der Unterschied zwischen Reden und Machen und Politik. Ja, da muss man halt, wenn man ein Faktum schafft und nicht nur von Erwartungen ausgeht, dann wird man halt sehen, was passiert. Und dass Politik jetzt zeigt, dass sie das nicht kann, sondern so in diesem unwahrhaftigen Gerede bei sich selber bleibt, das ist ein wirkliches Drama. Die hätten wahrscheinlich noch nicht mal den Bundestag richtig informiert über alles das, wenn sie nicht gezwungen worden wären, weil sie einfach mit dem Argument, was ja vielleicht auch nur ein Scheinargument ist, wir beeinflussen irgendwelche Märkte. Und ich glaube, darüber wird man, wenn dieser ganze Pulverdampf verzogen ist, wird man noch ganz schön nachdenken, was hier passiert ist. Aber aus Ihrer Erfahrung mit diesen Menschen, ich habe ja auch so ein bisschen Erfahrung mit Politikern, also Sie wahrscheinlich noch sehr viel mehr. Was motiviert die denn? Also was treibt die denn zum Handeln? Also die Politiker? Ich möchte ja jetzt nicht hier so
Bashing und so weiter. Da gibt es ja auch, jeder ist natürlich anders. Ich kann Folgendes sagen, was für mich, was ich gelernt habe. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass ich es gelernt habe. Und ich bin ja nicht politischer Journalist. Ich sehe das immer aus so einer kulturellen Perspektive. Und ich hatte immer eine Sache völlig verinnerlicht. Die war so, dass ich dachte, ein Politiker will irgendwie gut dastehen vor der Geschichte. Das war mein Ausgangspunkt. Der will nicht in 6 Jahren oder in 10 Jahren dastehen als der, der wirklich hier die große Katastrophe. Und das revidiere ich jetzt. Und zwar deshalb, weil ich sehe, dass es eben gar nicht passiert. Es wird nie jemand verantwortlich gemacht. Wer wird verantwortlich gemacht für den Zustand der Rente? Da wissen wir, das hätte man in den 90er Jahren bereits demografisch und so weiter debattiert. Das wäre die Regierung Kohl. Was? Niemand. Wer ist verantwortlich für den Maastricht-Vertrag? Wer hat die falschen Anreize gesetzt? Es wird nie jemand zur Verantwortung. Im Gegenteil, die Leute treten auch alle in Talkshows auf und sind Experten. Selbst der große Helmut Schmidt, der uns einiges eingebrockt hat an Staatsverschuldung. Und das, als ich das revidierte, also mir klar machte, nein, das ist eben nicht so, sondern es geht mehr um die Echtzeit als um irgendwie das Urteil der Geschichte. Das ist wie das Urteil des jüngsten Gerichts. Da glaube ich kann jetzt nicht sagen, was die antreibt im Einzelnen, aber ich glaube, dass das Gefährlichste ist in Politik, dass das verloren gegangen ist. Also früher dachte man noch aber eigentlich, dass so ein Politiker, also wenn man jetzt mal so wieder mal ins alte Rom guckt zum Beispiel, da war es doch so, dass so ein Politiker im Wesentlichen dann irgendwann angefangen hat, für die Nachwelt zu arbeiten. Mhm. Selbst amerikanische Präsidenten haben ja meistens irgendwie den zweiten Teil ihrer zweiten Amtszeit damit verbracht, halt irgendwie sich nochmal irgendwie als Wohltäter hinzustellen, um in der Nachwelt Selbst Reagan ist ja tatsächlich, kann man sagen, in den Augen vieler Amerikaner immer noch der totale Held. Obwohl er, wenn man sich die Details anguckt. Ja, da gibt es keinen rationalen. Genau. Aber der Clinton lustigerweise, da gibt es ein sehr schönes Beispiel. Der Clinton hat ein paar völlig unhaltbare Umweltschutzgesetze in den letzten Tagen seiner Amtszeit gemacht, genau, von denen er genau wusste, dass die sofort kassiert werden von den Republikanern, also von dieser Art von Gesetzgebung. Ja, aber gibt es bei deutschen Politikern nicht mehr? Also arbeiten die nicht mehr für ihr Ansehen in der Nachwelt? Also man kann sowas ja nicht verallgemeinern. Nee, aber so als so Kohl hat, ganz viel Energie darauf noch gelegt. Ja. Der war ja auch sehr historisch. Die Frage ist ja immer, wenn man so ein bisschen die moderne Kommunikation durchschaut, ist ja auch immer die Frage, was ist denn diese Nachwelt? Also das, ich glaube, dass sich das wirklich geändert hat. Ist das Wikipedia oder ist das der Google-Treffer Nummer 175, wo steht, der hat eine tolle Bundestagsrede gehalten. Das ist wirklich immer die Frage, ist die Nachwelt im Jahre 2020 oder die im Jahre 2030? Ich glaube, hier ist eine wirkliche Relativierung hat hier eingesetzt und die merken auch, dass die Belohnung gar nicht so groß ist, wie sie dachten. Ich glaube, das sind ganz, ganz... Liegt das aber vielleicht auch an dieser Kollektivierung? Also ich meine, wir haben ja gesagt, dass wir ja offensichtlich aus unserer Geschichte heraus mehr, sagen wir, kollektive, langsame Entscheidungen, Konsensprozesse bevorzugen in der Politik und weniger die Verdienste einzelner Politiker. Das heißt also, ist es da nicht vielleicht so, dass genau diese Herausbildung dieser Prozesse, die Fraktion hat entschieden und nicht irgendwie der Einpeitscher hat irgendwie das durchgebracht und kann sich dafür den Orden an die Brust helfen, keine Ahnung, jenes durchgebracht zu haben? Nein, der Kanzler ist ja viel stärker geworden als in der Vergangenheit, muss man wirklich sagen. Das ist gerade das sehen Sie bei der Merkel ganz deutlich. Aber die Fraktion, innerhalb der Fraktion. Ja. Also das ist, schauen Sie sich mal an, wie der Helmut Schmidt immer vorgeführt wurde oder der Willy Brandt vorgeführt wurde. Ja, stimmt, vor der Fraktion. Ja. Das war ja unglaublich. Also der ist eigentlich, aber wenn Sie mal den Begriff Nachwelt übersetzen in einen ökonomischen Begriff, dann hat man eigentlich die Antwort ganz schnell. Und dann sieht man die Gesellschaft sehr deutlich. Nachwelt könnte man auch genau bestimmen in diese ganzen Fragen der Staatsverschuldung. Das ist doch genau der Punkt. Was muten wir unseren Nachkommen zu? Welche Schulden? Welche Belastungen? Und so weiter. Und die Antwort der Gesellschaft, der Politik lautete, für die Gegenwart alles, die Nachwelt ist egal. Hat man es ja richtig in Zahlen greifen. Und dann gab es ein paar, das muss man wirklich sagen, die Grünen an der Spitze, die erstmal über die Ökologie ja dieses Nachweltthema ganz neu gestellt haben. Mhm. Wollen wir wirklich ja Generationen verseuchen? Wir haben den Planeten nur geborgt, ja. Genau, damit fing das an. Das war im Grunde ein progressiver Prozess, während aber die reale Politik tatsächlich, man muss wirklich nur Staatsverschuldung sagen. Für uns ist Nachwelt, so wie sie sich darstellt, eine Nachwelt,
die für uns bezahlt. Das ist das, was ist. Und das finde ich in der Politik. Ich kann eine kurze Geschichte erzählen, die sich mir wahnsinnig eingeprägt hat. Und das ist eben alte Bundesrepublik. So bin ich groß geworden. Ich hatte mal als Journalist, noch am Anfang 90er Jahre, war ich mal dabei als Berichterstatter bei dem Treffen von Mitterrand, Helmut Kohl und Ernst Jünger, diesem Schriftsteller, in Wilflingen, bei dem zu Hause. In dem Raum befanden sich dann, das war wirklich toll, nur Mitterrand, Kohl, Jünger und ich und Übersetzer. Und dann fingen Mitterrand und Jünger an, völlig apokalyptisch zu reden. Was wird im 21. Jahrhundert passieren? Es war am 20. Juli 1993, weiß ich heute noch, weil es der 20. Juli war. Und dann fing Jünger an, der ja auch ein Apokalypse, es wird unangenehm werden, die Menschen werden die Technik nicht in den Griff bekommen, die Titanen und so weiter. Mitterrand fing an, aus dem Stegreif zu sagen, das war auch irre, aus dem Stegreif wirklich, wie oft welche Länder oder welche Reiche im 20. Jahrhundert zusammengebrochen waren. Also Russland so und so oft, das hat er alles in petto. Es war auch interessant zu sehen, dass es eben nicht nur einmal war, es war richtig apokalyptisch. Und Kohl saß mit einer kleinen Espresso-Tasse gegenüber und ich beobachtete ihn genau. Und ich sah, dass ihm total mulmig wurde bei diesem Gespräch. Und dann hielt das nicht mehr aus und jetzt haben sie die Bundesrepublik und unterbrach das Gespräch und brüllte so rein, ich bin ganz optimistisch. Und dann war das Gespräch zu Ende mit diesem Satz des Optimismus. Ja, da haben sie so genau diese, da haben sie den Franzosen und diesen Schriftsteller, ja, mit diesem ganzen Sensibilität auch für Krisen. Und da haben sie dieses andere, dieses urbundesrepublikanische Trampel. Ja, aber auch so im Sinne also von struktureller Optimismus. Wir lassen uns unsere Laune nicht verderben. Ja. Und das ist ein Kennzeichen der alten Republik gewesen. Und ich glaube, das ist total weg. Das ist jetzt, wir sind jetzt in dieser Übergangsphase, wo man noch nicht weiß, können wir in dieser Krise noch immer so weitermachen wie bisher oder nicht. Aber dieser diese Kohlsche optimistische Grundhaltung gegenüber den Dingen, Optimismus war ja nur ein Kampfbegriff. Klar. Das ist vorbei. Aber das heißt, wenn wir es mal zusammenfassen, also, so ein Politiker interessiert sich, also wir verallgemeinern jetzt mal wieder unzulässig, aber sonst kann man ja nicht reden. So ein Politiker interessiert sich nicht mehr so sehr für die Nachwelt. Wie gesagt, meine Theorie ist unter anderem, weil er individuell weniger wichtig geworden ist. Also in der Wahrnehmung. Noch nie. Und ist doch der Punkt, oder? Hm? Dass sie sich überhaupt noch nie wirklich außer in Ausnahmefällen für die Nachwelt interessiert haben. Das war früher schon das anders. Spätestens die Grünen sind ja mit dem, wir kümmern uns um die Nachwelt wieder. Ja, das meine ich mit der Ausnahme. Also, aber der Standardmodus. Also das war ja auch schlimm. Also Hitler hat sich leider viel zu sehr für die Nachwelt interessiert. Ja, ja gut. Nee, und auch die SPD, also hier Wehner und Co. mit den total. Dieses ganze Konzept der sozialen Marktwirtschaft ist ja eben auf die Ewigkeit angelegt, ne? Also dieser Ewigkeitsanspruch von politischem Konzept und ökonomischem System, der dann von den Neokons halt zerbrochen wurde. Und also ich glaube, die kriegen keinen Benefit, wenn sie heute an die Nachwelt denken. Genau, aber andersrum heißt es aber auch, dass sie nicht erwarten, dass sie irgendjemand zur Verantwortung zieht. Ne? Also dass halt also niemand hinkommt und sagt, okay, dafür, dass ihr gerade Europa irgendwie so tief in den Sumpf geritten habt, geht's jetzt einfach mal irgendwie gerade vor irgendein Gericht. Da gibt's ja auch keinerlei Präzedenzfälle für. Naja, ich meine, es gibt halt schon Präzedenzfälle. Also wir haben schon ein paar Diktatoren, die vor Gericht gegangen sind. Naja, Diktator ist ja noch was anderes als der Gutachter, ja der halt einen Fehler gemacht genau. hat. Genau, die Frage ist ja schon durchaus interessant. Weil ich meine, wir haben jetzt ja diesen Präzedenzfall, dass wir ein internationales Strafgerichtshof haben, die zumindest in wirklich richtig extremen Fällen auch mal irgendwelche Diktatoren halt vor Gericht stellen. So, und natürlich kann man sagen, okay, Politiker kann keine Politik machen, wenn er erwarten muss, dass er irgendwann zur Verantwortung gezogen wird. Aber vielleicht, wenn wir uns mal das Ausmaß des Schadens angucken, was wir gerade haben, wäre es eben tatsächlich an der Zeit zu sagen, dass es halt irgendeine Art von zumindest moralischer Verurteilungsinstanz geben muss. Also das mit dem Gerichtshof geht mir zu weit. Das muss ich klar. Deswegen sage ich moralische Verurteilungsinstanz. Es gibt ja einen Punkt in unserer Gesellschaft, was am besten funktioniert. Das ist moralische, also die Tabuisierung, dass man sagt, dieser Mensch ist kein Gesprächspartner mehr, weil der hat echt hier uns in den Schlamassel reingeritten und so. Das ist etwas, was die auch natürlich stört. Nehmen Sie jetzt, ich rede jetzt wirklich nicht vom Staatsgerichtshof, aber nehmen Sie jetzt die ENBW-Sache in Baden-Württemberg. Das ist natürlich ein Skandal sondergleichen und Mappus müsste sich dafür rechtfertigen. Aber Sie werden natürlich niemals ein Gesamtsystem, und ich will das auch mal sagen,
Ich glaube, dass diese Leute wirklich, also ich würde nicht hier in das Horn blasen, das sind verantwortungslose Leute, die, auch die Merkel und all diese Leute. Das ist gar nicht der Punkt. Die sind in einem Konflikt zwischen dieser Machterhalt, auch diesem Gefühl, wenn wir weg sind, dann wird's noch schlimmer. Die sind aber nicht jetzt irgendwelche, die meinen es schon, die denken schon, dass sie das Beste geben, was sie geben können. Und bezweifle ich auch gar nicht. Nee. Naja, nee, das bezweifle ich tatsächlich auch nicht. Also ich meine, muss ich ja sagen, also die, zumindest die Politiker, die ich getroffen habe, bei denen hatte ich zumindest auch immer das Gefühl, dass sie nach dem Machterhalt, was irgendwie ihre primäre Motivation ist, durchaus dann manchmal eben doch noch ans Land denken. So, das stimmt auch. Gibt es halt schon noch, ja. Also das stimmt auch. Sie sagen, aber ich meine, wir sind ja auch noch da, die Wähler. Jetzt haben wir doch noch Optimismus in der Sendung. Nee, das, nee, wir aber sind in der Mitte der Sendung, wir sind doch diejenigen, die den Benefit verteilen. Und wir sind diejenigen, diejenigen sind, die anerkennen, ob ein Politiker für 20 Jahre denkt oder nur für 2 Monate. Und da kann man ja sehen, wie die Leute entscheiden. Als Steinbrück seine Sache sagt. Aber das letzte Mal, als irgendwie jemand sagte, irgendwie, wir denken jetzt mal langfristig, ne, war es irgendwie der Rentenbetrug. Mhm. Ne, das letzte Mal, als jemand gesagt hat, wir müssen jetzt mal richtig langfristig denken, kam dabei irgendwie diese Riester-Rente raus mit den irgendwie dazugehörigen irgendwie Umschaufelungen von irgendwie noch mehr Geld von unten nach oben. Mhm. Lustigerweise würde ich auch nicht übereinstimmen, dass niemand der Schuldige ist, rückblickend für die Rentenproblematik, denn wenn man so, wenn die Presse mal jemanden braucht, dann ist es immer der Blüm, weil der sich hingestellt hat und gesagt hat, eure Renten sind sicher. Ja. Und der wird dann immer aus dem Keller geholt, wenn wir jetzt mal einen Schuldigen brauchen, der diese ganze Rentenproblematik. Also was die Rentenproblematik angeht, glaube ich, dass die Schuldigen, die Familienpolitik der Regierung Kohl ist, soweit man sowas überhaupt so sagen kann, weil es hatte ja sehr viel schon mit Dingen der 70er Jahre zu tun. Hätte man damals die Leute darauf vorbereitet und auch diese ganze Frage Vereinbarkeit von Familie, damals war ja noch diese Vorbild, diese Kernfamilie und so, hätte sich vielleicht schon viel geändert. Aber ich möchte noch einen Punkt ansprechen, weil wir ja, also muss man auch nochmal betonen, dass ich auch genau wie Frank Rieger wirklich glaube, also die Politiker, die ich kenne, sind wirklich, das ist, kommt immer gut an, wenn man sagt, sind alle glauben an nichts. Nein, die glauben schon alle an was und sie bemühen sich schon auch. Aber die neue Situation, in der wir uns befinden, die Bundesrepublik Deutschland, unsere Generation, unsere Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, kennen nur gebrochene Lebensläufe. Also ist immer was passiert. Krise, Inflation, Krieg. Und in Geschichtsbüchern lernen wir das. Der Unterschied zu all diesen Dingen in der Vergangenheit ist, dass alle Krisen, die bisher passiert sind, immer von jungen Gesellschaften erlebt worden sind. Sie haben die Mehrheit. Also jung im Sinne, im demografischen Sinne. Demografisch jung. Mhm. Das heißt, die Mehrheit der Gesellschaft, selbst wenn sie im Krieg ganze Generation, ganze Jahrgänge kaputt gegangen sind, getötet wurden, die Mehrheit der Gesellschaft hatte immer noch das subjektive Gefühl, ich habe noch ganz viel Zeit, nach dieser Krise das zu reparieren. Was ein ganz großer Unterschied ist, wenn wie heute, wenn wir diese Krise bekommen, ich glaube, sie beginnt in Kürze mit Inflation und Ähnlichem, die Mehrheit eben schon älter ist, älter als 45 und 50 und nicht mehr das Gefühl hat, ich habe noch subjektiv viel Zeit, ich kann mein Leben noch reparieren. Das wird das eigentliche Problem sein, dass wir eine ganze quantitativ wahrscheinlich sogar die größte Gruppe der Bevölkerung haben, die denkt, ich habe nicht mehr genug Zeit. Selbst nach dem Zweiten Weltkrieg war schon in kurzer Zeit demografisch es so, dass sie eine mehr oder minder junge Gesellschaft hatten, die sagte, okay, ich bin jetzt 25 oder 30, genau. Jetzt haben wir statistisch 49- bis 55-Jährige und ein Drittel über 60-Jährige, wenn die Krise kommt. Und da sehe ich das eigentlich irre, was passiert. Sie hatten doch so eine Studie, ja, die Sie da mal erwähnt haben, die aussagt, genau, erzählen Sie doch mal. Das ist die, Sie meinen die vom Max-Planck-Institut? Ja. Das ist auch gegen diese ganze Medien-Augenwischerei. Es wird überall behauptet, Ursula von der Leyen sagt das eben auch nochmal in einer Sendung, niemals waren die Alten so solidarisch mit den Jungen wie heute. Das stimmt so nicht. Diese Studie zeigt, das hängt einzig und allein davon ab, ob diese Alten noch Kinder oder Enkelkinder haben. Wenn das signifikant nicht mehr der Fall ist, sinken die Zustimmungsraten zum Beispiel bei der Frage, soll es keine Studiengebühren geben oder soll BAföG erhöht werden oder sollen jungen Familien geholfen werden, um bis zu 80%. Das heißt, der Zeithorizont einer alternden Gesellschaft verengt sich, vor allen Dingen dann, wenn das auch größten, also nicht notwendigerweise, will niemand was unterstellen, aber es ist, sieht man in vielen, verengt sich immer mehr, sodass am Ende eben nur noch übrig bleiben 15 bis 20 Jahre, die ich noch lebe
und alles andere ist mir egal. Wenn das passiert, zusammen mit der Krise und die ja auch noch alle wählen, das kommt ja hinzu, das sind ja die Mehrheit der Wähler, also die, dann kriegen wir hier echt ein Problem. Und wer das geringschätzt oder verhöhnt oder so, erkennt nicht die Dynamik demografischer Prozesse bei sowas. Das ist doch klar, wenn ich jetzt 70 bin oder die Mehrheit der Gesellschaft ist älter als 50 und jetzt kommt ein Projekt, eine richtige Vision, wir reißen uns jetzt zusammen und in 40 Jahren oder in 30 Jahren geht es der Jugend wieder gut und wir haben wieder eine stabile. Wer macht da noch mit? Wir haben eine Perspektive. Yeah. Also das Interessante daran finde ich ja auch, wenn wir jetzt sagen, der Zeithorizont ist, sagen wir, 15 Jahre oder lassen wir es 20 sein. Der Horizont, über den ich entscheide, der muss ja nochmal signifikant kürzer als das sein. Denn ich will ja auch selber noch einen Vorteil daraus ziehen. Ganz genau. Das heißt, es müssen eher so 10 Jahre sein, ganz in denen effektiver Gewinn zu machen ist. Und wenn wir jetzt so eine Krise haben wie die Europakrise, die in 10 Jahren eben nicht zu machen ist, dann zeichnet sich ab, dass es da einfach auch keine Lösung geben wird. Naja, ist die Frage. Also ich meine Theorie gerade zu diesem, wir nehmen jetzt mal noch eine Billion, noch zwei oder so auf, ist ja, dass es halt einfach auf eine Währungsreform zulaufen muss. Also dass es halt einfach keine andere Möglichkeit gibt, als halt einfach zu sagen, wir müssen halt irgendwie diese Währung halbieren, die Schulden halbieren, irgendeine Art von Möglichkeit finden, diesen Berg halt einfach wegzuradieren. Und interessanterweise, wenn man sich halt die Struktur anguckt, wenn jetzt anfangen tatsächlich das Geld nicht mehr durch Leihen bei den Banken zu drucken, sondern eben durch direktes Drucken über die EZB, dann können sie es tatsächlich tun. Weil dann bricht nicht das ganze System zusammen, weil das Geld von irgendjemand geborgt ist, sondern es ist halt nur gedrucktes Geld. Das ist auch jetzt schon so, nur dass halt die Banken die Profite abgreifen dürfen. Ja, naja, nee, aber der Punkt ist halt, wenn du jetzt eine Währungsreform machen würdest, eine große, und sagen würdest, du halbierst halt zum Beispiel alles, ne, oder du invalidierst bestimmte Mengen an Krediten zum Beispiel oder so, dann hätte das halt irgendwie massive Aftershocks. Also da würde halt eine Menge passieren an Sachen, dass plötzlich, keine Ahnung, irgendwelche Rentenfonds nicht mehr funktionieren und sowas. Wenn aber der größte Teil des Geldes sowieso irgendwie EZB gedruckt, EZB ausgegeben und wieder dann kannst du einfach wegstreichen. Ja. So, ne? Ich glaube, dass wir sowas sehen werden. Also dass es halt eine Notwendigkeit geben wird, weil dieses alles, was jetzt passiert, zu sagen, die Staaten müssen mehr sparen, die haben zu viel Geld ausgegeben. Ne? Also diese ganze Rhetorik, die gerade passiert, die nicht sagt, wo das Geld hingegangen ist, nämlich zum größten Teil zu den Banken. So, das kann nur noch eine Übergangsphase sein. Also so ein gewisses Geplänkel. So. Und das heißt, dass wir dann schon dahin kommen, dass es halt radikale Schnitte geben wird, die möglicherweise auch große Teile der Bevölkerung benachteiligen, weil die Frage bei so einer Krise ist ja immer, wer profitiert hinterher davon? Ganz genau. Also wer setzt die Regeln, wie es danach aussieht? Und da ist zum Beispiel die Währungsreformen am Anfang der Bundesrepublik interessant. Da gibt es ja echte Abgründe. Du erinnerst dich noch an diese Geschichte mit diesen Hypotheken? So, wo dann halt eine Menge Leute halt einfach benachteiligt waren, deswegen, weil sie halt plötzlich auf Hypotheken, die nicht abgewertet wurden und so. Und also so eine Sachen, also wenn es daran geht, dass so eine radikalen Schnitte passieren, dann ist allerhöchste Aufmerksamkeit im Detail notwendig. Also so ganz brutal, da ist die Presse auch richtig gefordert, dass in dem Augenblick muss man wirklich hingucken. Und selbst wenn es dann 600-seitige Verträge sind, dann muss man die mit der Lupe lesen, weil da hängt es dann wirklich davon ab, wie die Zukunft aussieht. Weil da sitzen dann nämlich die Goldman Sachs und diese anderen Leute dieser Welt, die dann halt versuchen, halt diese Entscheidung zu beeinflussen. Und mit dem politischen Personal, also der Kompetenz, diesem Kontrollverlust, der da ist, kann es dann halt nur noch schlimmer werden. Also dann wird es nach der Krise noch schlimmer als vor der Krise. Also eine Sache finde ich schon noch wichtig an der Stelle, nämlich dass, wenn wir sagen, das Geld geht zu den Banken, dann meinen wir nicht zu den Banken, sondern die zahlen sich das als Bonus aus. Ja, zu den Bankherren, ja. Ja, das ist zu den Bankherren, nicht zu den Banken. Und das ist eine wichtige Sache, denn die ursprüngliche Begründung war ja, das Geld soll zu den Banken fließen, denn die verleihen das ja dann. Das war ja die Idee dahinter und genau das passiert ja nicht, sondern die zahlen sich das als Bonus aus. Aber also diese 1%, 99% Sache hinter Occupy Wall Street und Occupy whatever, das ist schon so. Ja, also ein Wort, was Frank und ich gerne mal in Diskussionen verwenden, ist die Automatisierungsdividende. Wir haben halt viel Geld dafür ausgegeben über die Jahre, dass wir Maschinen bauen, die uns die Arbeit abnehmen.
Und die Idee war, dass die Leute dann weniger arbeiten müssen. So haben wir das ja verkauft. Mhm. Und heute, keine Sau arbeitet weniger, sondern die arbeiten genauso viel. Und oder gar nicht. Oder ja. Halt gar nicht, genau. Oder eben auch ohne Feierabend mittlerweile, dank E-Mail und all dem anderen ständig erreichbar. Ja, und die Gewinne sind eben nicht ausgezahlt worden an die Bevölkerung, sondern die haben das 1% hat die mitgenommen. Aber ich würde gerne, ich bin kein Ökonom, aber ich würde es gerne nochmal von der anderen Seite sagen, damit man auch versteht, also warum ich auch glaube, dass es unabhängig von Ökonomie eine viel, viel größere Krise ist, als wir denken. Wenn es jetzt nur darum ginge, irgendwie den Euro wieder zu stabilisieren und auch einen Währungsschnitt zu machen, das wäre ja noch alles okay, das sind technische Prozesse, vielleicht geht. Ich glaube, es ist viel mehr passiert. Ich will es an einem einzigen Begriff mal deuten, was wir erleben und wir alle aber mit noch viel zu gebremster Empörung hinnehmen. Aber sie kommt, ist zum Beispiel ein Mantra unseres gesamten Systems, ist der Begriff Leistung. Leistung heißt, ich tue etwas, am Ende geht es der Gesellschaft gut, meinem Unternehmen gut, dem Staat gut, dem Einzelnen gut. Das ist der Begriff der Leistung. Wir erleben unter, und jetzt muss man sagen, unter einer, gerade jetzt zum Ende, auch einer konservativ-liberalen, aber es hat vorher schon begonnen, das ist die Zerstörung eines wirklichen Religionsinhalts dieser Gesellschaft. Das ist nicht mehr aufrechtzuerhalten. Der Satz von Paul Krugman, eine Gesellschaft, in der der bestbezahlte Hedgefondsmanager im Jahr so viel verdient wie alle Lehrer des Bundesstaats New York zusammen in einem Jahr, gibt es dieses Prinzip nicht mehr. Das heißt, das ist ein Prinzip, an das wir noch glauben. Wir erleben, dass sämtliche, in Anführungszeichen, Leistungsträger, also alle diese, ob das jetzt Krankenschwestern sind, Mittelständler sind, das sind ja alle diejenigen, die erleben, Menschen, die zum Beispiel, das ist ja auch so ein Wahnsinn, Menschen, die jetzt zum Beispiel das ernst nehmen und für ihre Alter sparen oder so, ja, das sind ja auch alle, dass dieser Begriff, der ist wirklich, das ist wie ein Virus, der ist total zerstört. Und ich glaube, dass das, da das das Leistungsethos dieser Gesellschaft selber betrifft, dass das die viel, viel schlimmer sein wird. Solche Phänomene ist ja nur eines als diese ganze Währungssache. Die Krise ist viel tiefer. Wer glaubt, wer sieht sich noch anerkannt? Wer sieht sich noch sozusagen in Relation zu anderem bezahlt? Dazu zählt auch diese Automatisierungsdividende und so. Das ist, und jetzt sehen wir sogar, dass die erkennbar eine negative Leistung bringen, eine zerstörerische Leistung, Hedgefondsmanager oder auch andere, muss ich nur die nennen, auch noch einen Benefit davon haben. Das ist früher wäre jetzt eine Revolution ausgebrochen, da sind sich, glaube ich, alle einig. Ja, muss man so sagen. Ja. Das genau, jetzt hatten wir die als historische Erfahrung schon gehabt und haben auch gesehen, dass das so nicht funktioniert. Die wird sich jetzt vielleicht auch dank Internet andere Bahnen brechen. Ich kann nicht vorhersagen, in welche. Ich glaube nur, also da bin ich jetzt echt auch mal Apokalyptiker. Ich glaube, die Zäsur ist viel, viel größer, als wir denken. Niemand geht zu denen zurück. Ich habe heute telefoniert mit jemandem, das glaubt kein Mensch. Das wäre so vor 20 Jahren der Inbegriff des mittelständischen Unternehmers, ja, verantwortlich auch für viele andere. Der hat mir, als ich mit ihm redete, da hätte ich auch mit Lenin reden können. Ja, das ist, also im Sinne auch dieser Empörung über den Verrat, so muss ich das zusammenfassen, einer Klasse, so hätte man das früher gesagt, heute ist es eine Schicht, vielleicht Gesellschaftsschicht. Ja, eine Gesellschaft an einer Gesamtgesellschaft. Das ist das, was wir erleben. Noch haben wir die Substanz, aber die geht sowas von schnell weg, diese Substanz. Da soll sich doch niemand was vormachen. Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, gespart haben und dann noch 30 Jahre weiterleben, wie sollen die finanzieren? Gesundheitskosten und die haben auch nichts mehr zu vererben. Das ist ja alles erkennbar, dass das der Weg ist. Und darum denke ich, dass wir in diesem Jahrzehnt noch diese gesellschaftlichen Widersprüche total aufbrechen werden. Und ich sehe aber niemand, der im Augenblick darauf eine Antwort hat. Na, die spannende Frage ist ja, was passiert denn dann? Ne? Und da haben wir schon eine Weile drüber diskutiert. Wir haben auch eine Sendung gemacht, wo wir gesagt haben, vorletzte Sendung war es, glaube ich. Mit Rob, ne? Ja, mit Rob. Wo wir gesagt haben, wir sollten versuchen, in unserem Bekanntenkreis jeweils so einen Zirkel zu gründen, wo wir aus den verschiedenen Gebieten, die man so braucht, halt jemanden hat, der sich auskennt. Also ich sag mal, einer, der weiß, wie man Lebensmittel anbaut, einer, der weiß, wie man ein Haus isoliert. Ja. Super Idee. Und dass man halt guckt, dass man für Notfälle, also jetzt nicht vorbereitet ist, aber dass man zumindest so die groben, wichtigen Überlebenssachen einfach mal klären kann. Mhm. Und dass man auch dem ein bisschen gelassener entgegensehen kann, als wenn man jetzt völlig der Großstädter ist, der, wenn er der Supermarkt geschlossen hat, nichts zu essen hat.
Ich möchte gerne nochmal einen Rückbezug zum Trojaner machen. Auch warum ich das so wichtig genommen oder was mich daran so. Bevor diese ganze Trojaner-Kiste kam, ich kann ja auch immer nur aus meiner Empirie, meinen Gesprächen und so weiter reden, sagte mir jemand, den ich sehr, sehr schätze, der in der Politik auch eine Rolle spielte, jetzt aber nicht mehr drin ist, sagte mir, und der immer ganz nüchtern war, der sagte mir, er habe das Gefühl, dass die Leute mit dem Grundgesetz, also auch dem Geschenk des Grundgesetzes und der Verfassung, gar nichts mehr verbinden. Also dass das so, diese Generation jetzt, dass das so ist halt da, aber ich erinnere mich auch noch, wie in den 70er Jahren, und ich konnte das gar nicht so richtig glauben, also im Sinne von, dass es der Anker ist für alles. Und diese Trojaner-Affäre, auch wie darauf reagiert wurde, ist darum so unglaublich wichtig, weil im Grunde die Art und Weise, wie ernst man das nimmt, darüber entscheidet, wie groß die Sensibilität für dieses Grundgesetz noch ist und für das Geschenk des Grundgesetzes. Was heute der Trojaner ist, kann morgen was ganz anderes sein. Und dieses Gefühl, dass das in Institutionen, aber auch bei Einzelnen gar nicht mehr als eine Errungenschaft wahrgenommen wird, sondern vielleicht sogar als eine Last, aber zumindest als etwas, was man auch gar nicht mehr kennt. Das kommt ja auch noch hinzu. Das finde ich, darum sollten eigentlich diese Trojaner-Debatte, darum ist ja Uhl auch so bedenklich, weil er die Chance gar nicht gesehen hat, die sich daraus ergibt, dass man da eine Debatte über unsere Werte führen kann. Ich meine, das wäre eigentlich das, was ich von Politik erwarten würde, ne? Also zu sagen, okay, gut, wir sind jetzt irgendwie da reingeritten, so. Wir wissen, genau, wo die Probleme liegen. Wir müssen möglicherweise halt irgendwie eine ganze Schicht unserer Gesellschaft wahrscheinlich resozialisieren, also denen halt einfach irgendwie Jobs geben oder Rollen in der Gesellschaft zuweisen, die nichts mit Zocken zu tun haben, so, sondern die halt, ja, sag mal, sinnvoll verwenden. Früher hieß es halt Stasi in die Produktion. Wahrscheinlich muss es jetzt halt heißen, irgendwie, keine Ahnung, Hedgefondsmanager in die Altersheime. So, also anders kann ich. Also, die armen alten Leute. Ja, naja, Gott, die sollen mal was Sinnvolles tun, ja. Diese Studie, die du neulich hattest mit den Ähnlichkeiten zwischen Psychopathen und Trailern, fand ich auch so sehr hübsch. Anyway, der Kern ist doch eigentlich, dass wir sind doch an der Stelle, die so ein bisschen mich erinnert an so 1990 so ungefähr. Also so ein Punkt, wo allen klar ist, es geht, also eigentlich eher so 89, es geht nicht mehr weiter. So, es gibt halt irgendwie, also so wie es bisher war, kann es nicht mehr weitergehen. Wir haben keine gute Idee, was jetzt kommen soll. Also das war jetzt in der DDR. Ja, DDR, was jetzt das nächste sein soll. Und zum Glück gibt es da noch diese Bundesrepublik, die uns sagt, wie wir es machen sollen. Ne? Also wir hatten noch so eine Bundesrepublik. Und jetzt sind wir in genau derselben Situation, nämlich das alte System ist korrupt, wir können nicht mehr weiter. Mit dem ganzen Dampfer aber, und jetzt haben wir keinen mehr, wo wir uns anhängen können. Es gibt halt jetzt gerade keine Bundesrepublik mehr. Ne? Also es gibt halt niemanden auf der Welt, also kein System, wo man sagen kann. Machen wir einfach so. Ja, darum hat es ja die Bundesregierung geschafft. Darüber haben wir uns ja auch schon gestritten. Das finde ich ja, da bin ich ja gar nicht. Darum hat es ja es geschafft, sozusagen einen Feind vom eigenen Fleische zu finden und den Leuten, das sind die Banken, wo ich sofort d'accord bin, dass man die Banken angreift, Occupy. Nur, sie hat es ja echt geschafft, zum Aufstand gegen sich selber aufzurufen. Also indem sie weil die Politik, die wirklich hauptverantwortlich ist, hier gar nicht ins Gesichtsfeld kommt. Also ein paar Demonstrationen, die das berücksichtigen, wären hier schon sinnvoller. Naja, also ich finde ja, dass diese Merkel-Umarmung für die Demonstranten und auch diese Schäuble-Umarmung, dass die wahrscheinlich noch damit zu tun hat, dass sie diese Banken irgendwie disziplinieren müssen, so, und dass sie denen jetzt sagen müssen, okay, pass mal auf, Jungs. Ich lasse bald meine Kettenhunde los. Tut uns wirklich leid, so, wenn ihr mehr nicht, geht jetzt wirklich wenn nicht. Ihr nicht wirklich irgendwie demnächst auf einer einsamen Insel wieder aufwachen wollt, dann müssen wir jetzt halt hier mal was tun und guckt euch mal die Demonstranten da draußen an. Noch haben wir Geld, um die Security zu bezahlen. Noch haben wir das Geld, die Polizisten zu bezahlen, die sie daran hindern, eure Banken zu stürmen. Aber vielleicht ist es ja morgen nicht mehr so, wenn ihr uns dazu zwingt, kein Geld mehr zu haben. So interpretiere ich die Sache. Also insofern, also und ich meine, aus meiner Kenntnis heraus von so Hedgefonds-Leuten, die sind halt wirklich zutiefst amoralisch. Ne? Also das halt, die sind verwundert darüber, dass sie noch weiter zocken dürfen. Die verstehen nicht, warum die Politik sie noch lange nicht deportiert hat. Ja, eben, verstehen, ja. Aber ich verstehe es ja auch nicht. Das Lustige ist auch, dass sie überhaupt kein Problem damit hätten, wenn man ihnen das Geld wegnimmt. Die machen jetzt halt nur
die Opposition dagegen, weil sie halt gucken wollen, wie weit sie kommen. Aber es gibt keinen, die wären jetzt nicht irgendwie beleidigt oder würden das Handtuch werfen. Wenn aber man, das steht doch genau die Frage, wieso ist, das ist ja nun die Gretchenfrage, ist eine Regulierung, das sagt Ihnen jetzt jeder, das lesen wir dauernd, seit Lehmann nicht gegeben hat, obwohl sie versprochen worden ist. Und das ist nun mal das Geschäft der Politik. Ich weiß auch schon, was die dann darauf antworten. Wir können es nicht wegen Amerika, wir können es nicht wegen der internationalen. Na, die haben sich halt abkaufen. Das ist doch ein Wettbewerbsnachteil. Nee, also ich meine, warum es nicht passiert ist, lässt sich ja anhand zum Beispiel der amerikanischen Regulierungsdebatte 1a nachvollziehen. Da ist es so, dass irgendwie jedes einzelne dieser Regelungen, die versucht wurde, da rein zu diskutieren, wurde von den Bankenlobbyisten und den Hedgefonds-Lobbyisten da wieder rausdiskutiert. Mhm. So, und dann haben wir UK, die mittlerweile so dermaßen von den Banken erpressbar sind, dass sie nicht mehr handlungsfähig sind. Aber Deutschland doch nicht. Ich meine, Deutschland ist in einer Situation, wo halt einfach die Politik durchaus in der Lage wäre zu sagen, so, naja, dann halt ohne euch. Eben, und darum frage ich mich ja, warum die Politik. Was uns wieder zu der Frage zurückbringt, was ist denn die eigentliche Motivation von Politikern? Warte mal, wir sollten diese eine Studie zitieren, die wir gerade hatten. Da gab es nämlich ein Paper, wo ein paar Graphentheoretiker sich angeguckt haben, wem gehört eigentlich die Welt? Was ja eine Frage ist, die uns alle interessiert. Und die haben eine Liste von, wie viel waren es? 50 Firmen gebracht. Und da waren zwei Deutsche dabei. Die Deutsche Bank war, ich glaube, auf Platz 12. Und dann war noch AXA. Und die Allianz, AXA ist französisch. Und dann war noch die Allianz auf 18 oder so. Mhm. Und das war alles. Ja, der Rest ist USA und Briten. Und die Briten, also auf Platz 1 spannenderweise Barclays, das habe ich ja überhaupt nicht kommen sehen. Ich dachte, das ist so. Eigentlich muss man dazu sagen, dass diese Studie primär wer verwaltet. Die Daten sind schon älter, übrigens, vor allem 2007. Wer verwaltet diese Anteile? Ne? Also es nicht, geht nicht darum, wer kontrolliert es im Sinne von, wer hat da jetzt, wer kann das Stimmrecht? Ja, genau. Bei wem ist das Stimmrecht? Aber die Frage, ja, warum lässt die Politik so lange durchgehen und warum passiert da nichts, hat meines Erachtens sehr mit diesen Beziehungsgeflechten zu tun zwischen Politik und Finanzen und eben den Parteispenden zum Beispiel. Wir haben auf diese, das würde mich ja auch mal interessieren, wir haben ja jetzt das Internet, also ich habe gehört, wir haben das jetzt ja. und ich erfinde ja, dass die großen Geheimnisse noch gar nicht gelüftet sind. Also WikiLeaks hin oder her, aber das wäre jetzt das für mich zum Beispiel die unbeantwortete Frage. Wieso, völlig unbeantwortet, ich weiß ja genau, was uns gesagt wurde, auch hinter den Türen, was nach Lehmann passieren sollte. Wieso ist es dann noch nicht mal im Ansatz versucht worden? Das ist ein Rätsel, ich kann es mir nicht nur so erklären, dass da Interessen sind, die so wie sie eben die linke Theorie sagt. Da muss mehr dahinter sein. Ich habe darauf aber keine Antwort. Vielleicht kriegen wir sie irgendwann mal. Denn auch bei Obama würde ich jetzt nicht ohne weiteres denken, dass Obama nur der Spielball von verschwörerischen kapitalistischen Kräften ist. Da gucken Sie sich doch mal an, wer da in der Regierung sitzt. Da gibt es Statistiken zu, übrigens, also zu Obama und den Banken. Ja. Dem sind zum Großteil seine letzten Wahlkampfsachen bezahlt worden von Wall Street. Aber er war doch und so, die sind alle abgesprungen. Und da geht es um Millionenbeträge. Und das ist ja nun so, wir haben ja das System hier. Na und aber ich meine, der Geiter ist ein Goldman Sachs-Mann. Ja, natürlich. Also aber der, das der ist schon, das ganze, ist Tradition. Aber der hat doch die ganze Administration voll mit Leuten, die irgendwie massive die von Goldman Sachs kommen, natürlich. Haben. Und in Deutschland ist so genau dasselbe. Ich meine, nein, ich will sagen, sobald Obama so ein bisschen an der Fahne dreht, springen die mit den Wahlkampfspenden ab. Der hat noch nichts beschlossen, was irgendwie schädlich wäre für die. Und da sind die schon abgesprungen, obwohl die gesamte Regierung gekapert haben bei dem. Ja, die Treasury wird komplett von irgendwelchen Ex-Goldman Sachs-Leuten bestückt. Also in Deutschland ist auch genau dasselbe Spiel. Da haben wir das ganze Finanzministerium, sitzt voll mit Leuten, die sind da on loan aus der Industrie. Wir sind aber wir haben nicht. Wir haben nicht mal mehr Experten, die unabhängig sind. Also die Leute, die gerade für Deutschland in diesen Gremien unterwegs sind, um irgendwie diesen ganzen Euro-Kram zu verhandeln, sind alles Banker. Aber wir haben ein System, was ich an der Stelle loben möchte, was mir im Unterricht damals nicht klar geworden ist, warum das eigentlich gut ist, dass bei uns die Wahl, der Wahlkampf vom Steuerzahler getragen wird. Nach der Wahl wird geguckt, wie viel Stimmen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie man diese Scheiße los wird, diese Erpressbarkeit über Lobbyisten. Aber man hat sie offenbar immer noch ein bisschen bei uns. Und ich frage mich inzwischen, ob die Erklärung nicht in diesem, die denken nur noch kurzfristig ist. Mhm. Ja, denn wenn man mal sieht, was die ganzen Politiker machen, die aus dem aktiven Dienst raus sind, ja, das ist, dann sieht man,
traditionell landen die in Lottogesellschaften, in irgendwelchen Auffangbehörden, die keine Sau braucht. So sehe ich im Übrigen auch das Expertenzentrum, was sie jetzt zum Trojaner angekündigt haben. Das ist einfach eine Gelegenheit, noch ein paar alte CDU-abgehalfterte Politiker aber zu versenken. Aber sie landen nicht nur in Lottogesellschaften. Und sie landen in Aufsichtsräten von der Industrie und von den Großbanken. Das Neue seit der Generation Schröder ist ja, dass sie wirklich richtig aktiv noch, das sind ja ganze Staatssekretäre, ganze Generationen sind ja in die Firmen gegangen, über die sie vorher entschieden haben, zum Teil Ministererlaubnisse durchgebracht. Das ist halt dieses Drehtür-Ding. Der Fall Clement und so weiter. Ja. Wir sind jetzt aber bei einem Teil, der sozusagen, das ist ja eine alte Debatte, die Korruption und die ganze Frage von, ich würde trotzdem nochmal sagen, ich glaube, dass eben das Neue ist, dass die Krise an sich so groß ist, dass sie, ich weiß nicht, wie die Linke darauf reagieren wird, dass sie aber auf alle Fälle die alten Bürgerlichen, jetzt meine ich mit Bürgerlich, meine ich wirklich ernsthafte Bürgerliche. Gut Bürgerliche, die haben mit Leistung zu tun, die haben damit zu tun, dass niemand den anderen, würde ich wirklich sagen, übervorteilt, das meine ich mit gut bürgerlich, dass etwas nachprüfbar ist, dass es eine gewisse Moral gibt. Die sind wirklich, die liegen am Boden, die sind zerstört und es gibt keine charismatische oder wie auch immer Figur, die sie auffängt. Jetzt gibt es Leute, die daraus falsche Schlüsse ziehen werden. Und wir werden sehen, ob das passiert. Es ist durchaus möglich, dass das Parteiensystem hier eine neue Antwort findet. Die Piraten müssen nicht die einzige Neugründung sein, sondern es kann durchaus sein, dass sich eine Abspaltung vollzieht, und zwar genau solcher sich deklassiert fühlender bürgerlichen Milieus, die sagen, so jetzt muss das alles nochmal an, also eher in der rechtspopulistischen Variante weitergehen. Das ist auch noch nicht ausgemacht, dass so etwas nicht passiert. Wir alle, will ich auch mal sagen, erkennen die Berliner Hauptstadtjournalisten, ich will nichts gegen die sagen, überhaupt nichts, die sind am Puls der Macht, auch unsere Leute, und kriegen das alles mit im Café Einstein und wo auch immer. Aber ich habe die Vermutung, dass solche Prozesse sich nicht in der Hauptstadt abspielen werden, sondern woanders, und dass wir die, ich weiß nicht, ob es Herr Henkel sein wird oder ob es Leute aus seinem Umkreis sein wird, aber das muss man jedenfalls sehr genau beobachten. Vielleicht ist das wirklich jetzt, geht das in die Geschichtsbücher ein als die große Zäsur der Bundesrepublik Deutschland, nur kenne ich keinen Politiker, der sie zum Thema machen würde. Das ist das, was mich daran so beschäftigt. Der wichtige Punkt dabei ist, gerade wenn es um solche Parteien-Neugründungen geht, ist, wo das Geld herkommt. Ja, also weil Sie gerade Herr Henkel sagten so, und also was ich so hörte in der Industrie, um es mal anonym zu formulieren, war halt schon durchaus eine Bereitschaft, wenn es da sozusagen eine realwirtschaftsorientierte rechtskonservative Partei gäbe, um Geld posten, die sich keine Sorgen machen. Ne? Wie sind eigentlich die Piraten? Wie ist das eigentlich finanziert gewesen? Na, alles die ehrenamtlich sind, im Moment. Die sind fast alles. Komplett ehrenamtlich, ist als reine Basis. So. Aber irgendwie muss man doch, so einen Wahlkampf muss man doch finanzieren. Brauchten sie nicht, hatten sie Internet. Das war tatsächlich haben so. Sympathisanten gemacht. Ja, also ja. Die FDP macht ja sowas durch bezahlte. Also die haben tatsächlich, die ersten Wahlkämpfe haben sie so gemacht, dass sie eine Wahlkampfanleihe bei ihren Mitgliedern gemacht haben. Das heißt also, die haben halt Geld sich von den Mitgliedern geborgt, um es dann nach dem, also mit der Wahlkampfkostenrückerstattung wieder zurückzuzahlen. Was man ja machen kann. Also das halt war, also da, die, ich glaube, die größte Spende, die sie hatten, war 20.000 oder so. Und selbst da haben sich noch die Köpfe eingeschlagen, ob sie jetzt Geld von Firmen annehmen. Also da war nicht so viel unterwegs. Aber die Frage, wird es denn so eine neue Gründung geben am rechten, also sozusagen rechts von der CDU oder aus einem Teil der CDU oder zwischen rechten Rand der SPD und CDU oder was? Aber da zweifelt doch niemand wirklich dran, oder? Naja, die Frage ist ja, was passiert denn dann? Und die müssen ja was komplett Neues machen. Also die werden ja nicht mit den alten Methoden durchkommen. Und ich denke, das ist genau diese Frage, was wir vorhin schon mal kurz angerissen hatten, diese Echtzeit der Politik. Also dass die Politik halt immer mehr in so ein Echtzeituniversum geht und auch schon früher war. Die wird da, glaube ich, eine ganz große Rolle spielen, was wir bei Gutenberg ja auch schon gesehen haben. Ne? Also ich glaube, was passieren wird, was ich auch schon beobachte, ist, wir denken ja immer, die Geschichte kommt so zurück, wie wir sie schon kennen, aber das ist anders. Ja. Und der Trailer des Ganzen oder der Flugzeugträger des Ganzen wird, das war ja sogar in den 20er Jahren auch so, wir haben das nur, lesen das immer anders, weil wir dann gesehen haben, Antisemitismus und so weiter, das haben wir dann erkannt, aber
eigentlich war das ursprünglich auch ökonomisch. Das heißt, die Ökonomie wird der Trailer sein. Sie können mit ökonomischen Argumenten über Griechenland heute so reden, wie man in Deutschland seit 40 oder 50 Jahren nie über ein anderes Land mehr geredet hat. Hm. Plötzlich geht das. Und viele hängen sich daran. Ein Land, in dem wir ja gehaust haben, bekanntlich, wie sonst was. Plötzlich kann man sagen, sind faul, unfähig und so weiter. Das war eigentlich tabuiert. Und diese die Tatsache, dass man über Ökonomie, wenn jetzt auch noch eine Inflation kommt, plötzlich Dinge sagen kann. Jetzt denken Sie an die Europadebatte, Nationalstaatsdebatte. Wir wollen wieder, Henkel ist ja nichts anderes als im Grunde die Rückkehr. Er sagt zwar Nordeuro, aber das ist kann man auch als nationalistisches Argument sehen. Mhm. Und über diese ökonomische Schiene, glaube ich, da muss man auch sehr aufmerksam sein, werden Dinge, die eigentlich für undenkbar schienen, womöglich zurückkommen. Das heißt, es wird keine Partei sein, so etwas, die daherkommt und sagt, Ausländer raus und so. Das wird es gar nicht sein. Also denke mal, ein gutes Stück Sarrazin wird auch dabei sein. Ne? Ja, aber eben ökonomisch. Der ist ja auch ökonomisch. Das ist es ja, biologistisch und ökonomisch. Das ist ja etwas, was immer übersehen wird, dass das eine, darum ist es ja auch so bedenklich, darum haben wir es ja auch so attackiert. Der nimmt zwei ganz anscheinend neutrale Strukturen. Das eine ist der Biologismus und das andere ist ja die Ökonomie. Diese ganze Gerede von diesen nur Gemüsehändler und so weiter und so fort. Und das beides könnte sich, das wirkt dann ja so rational. Das heißt ja nicht, diesen objektiven Anschein. Genau. Das heißt ja nicht, oh, diese Leute haben eine Religion, die mir nicht gefällt oder sonst was, sondern das hat dann plötzlich einen total objektiven Anschein. Und diese neue Form des Positivismus ist deshalb so gefährlich, weil, wie wir ja vorhin besprochen haben, die anderen Gewissheiten ja ruiniert sind. Hm. Niemand glaubt mehr einem Banker, wenn der jetzt sagt, wenn ich die und die Zinsen und das Derivat und diese, das heißt, hier ist auch ein Bedarf da. Und darum empfehle ich nur jedem genau aufzupassen, wie sich so ein neues vulgärwissenschaftliches Weltbild womöglich auch parteipolitisch manifestiert. Der Henkel ist dafür schon ein grandioses Beispiel. Und Sarrazin ist von der anderen Seite das andere Beispiel. Also, wenn man nur eine kurze Sache. Die ausländischen Medien sehen das teilweise durchaus so. Also ich habe es im Economist gesehen. Stratfor. Und Stratfor. Mhm. Die haben das deutlich auch so formuliert, dass Großdeutschland sich jetzt wieder Sachen rausnimmt, die wir eigentlich aus dem Dritten Reich kennen. Das ist doch sehr irre, oder? Und das fand ich interessant, dass ich das bei uns eigentlich nirgendwo gesehen habe. Nee, also oder hat das bei uns irgendjemand thematisiert? Eigentlich fast niemand. Also man doch, Rösler ist schon sehr attackiert worden. Rösler ist schon sehr attackiert worden. Ja, aber trotzdem diese, also ja, attackiert worden, aber interessant ist ja, also meine gut, so mit ein paar Leuten aus dem Außenministerium, mit denen ich gelegentlich rede, die da irgendwie ganz kleine Lichter sind, da kommt es schon vor, aber eigentlich mehr im Sinne von, wir haben jetzt die Verantwortung. Mhm. So, also im Sinne nicht dessen Großdeutschland, naja, muss man sagen, macht das Verantwortung. Ne? Ja. Und wir haben jetzt als Deutschland, kriegen halt die Verantwortung für dieses Imperium Europa, bekommen wir halt, weil Kraft irgendwie der Struktur der Euro-Verträge ist es halt so, dass darin angelegt war, dass Deutschland halt irgendwie die Hegemonialmacht in Europa wird. Und wenn, jetzt ist es halt so, wir können das halt nicht länger wegdiskutieren, bis dahin war es halt irgendwie. Wir geben es nur nicht zu. Nee, klar, also wir geben es halt natürlich nicht öffentlich zu, weil halt irgendwie dann würden halt alle schreien, aber de facto ist es halt so und de facto wurde es halt zum Beispiel in Osteuropa auch so empfunden. Ja, aber. Ich hatte da so einen Witz gemacht, den wollte ich gerne nochmal anbringen an der Stelle. Das hat mich nämlich daran erinnert, wie Microsoft in Apple investiert hat, als Apple drohte, pleite zu gehen. Und Microsoft den Anschein erheben wollte, als seien sie nicht die Hegemonialmacht aus kartellrechtlichen Gründen an der Stelle. Aber wir haben ein ähnliches Problem. Im Grunde machen wir ja dasselbe. Wir füttern halt Frankreich mit durch und tun immer so, als sei das so ein Duopol. Als hätten die Franzosen was zu sagen. Die sind immer mit dabei und wir machen auch immer Zugeständnisse und machen das auch immer öffentlich, dass wir dieses und jenes als Zugeständnis an Frankreich gemacht haben. Ich finde das durchaus vergleichbar. Also man hört ja, dass im Grunde Frankreich eher so ein Sorgenkandidat ist als ein ruhender Pol in der EU. Das würde voraussetzen, das kontrastiert mit der Diskussion, die wir vorher hatten, nämlich der Frage, ist denn da überhaupt Personal, was dazu in der Lage wäre, mit so einer strategischen Situation so qualifiziert umzugehen? Ich weiß es momentan nicht. Also, wenn Sie eine Lösung wollen, aber das ist das eine. Aber das andere ist doch, das haben wir doch jetzt schon beschrieben, es ist, Fall Gutenberg, es ist für eine Gesellschaft manchmal gar nicht nötig, dass da einer eine Lösung wirklich hat. Also wir fragen ja immer nach dem, der es löst. Also nach dem oder nach der Idee, die es löst. Genau. Aber es kann auch einer kommen in solchen Momenten, der einfach die entsprechende Rhetorik hat, die entsprechende Charisma hat. Das ist ja diese Inkubationszeit, dass das dann manchmal funktioniert und plötzlich
sagt eine ganze Gesellschaft, die ja auch jetzt nicht, dass die Gesellschaft besteht ja nicht aus Experten, sondern die sagen, okay, dieser Mensch wird es lösen. Das heißt, die Gefahr, dass es eher populistisch wird, dass man aber damit durchkommt, die halte ich für sehr viel größer, als dass jemand kommt und sagt, also die Chance, dass jemand kommt und sagt, ich habe eine als Partei oder so, wir haben hier eine Lösung. Ich würde nur mal anregen, das wäre mal was auch für die Zeitung, fällt mir nämlich auf, während wir reden, man müsste jetzt mal, wir sind uns doch einig, nee, wir sind doch einig, was so ein Hedgefondsmanager so also leistet für die Allgemeinheit, mehr oder weniger oder nicht leistet. Man müsste jetzt einfach nur mal den Begriff Faulheit, den müsste man sich jetzt mal, gesellschaftliche Faulheit, jetzt mal genau angucken, in den letzten, und zwar von Sarrazin bis hin zu Griechenland. Und das dann mal übersetzen, wer eigentlich in dieser Gesellschaft faul ist. Ob es nicht derjenige ist, der sein Geld für sich arbeiten lässt, also das alte Bild und das Geld von unzähligen anderen, oder derjenigen, der da an seinem Gemüsestand sitzt. Das sind, ich glaube, wir erleben hier so einen Wertewandel, so eine Vorbereitung für die Instrumentalisierung, das kommt mir fast Orwellsch manchmal vor, von allen in einer Schnelligkeit, in einer Rapidität, wie ich es nie für möglich gehalten hätte vorher, dass man vielleicht solche Studien mal auch journalistisch verstärkt machen sollte. Ich glaube, bei dem Begriff Faulheit käme man sehr weit. Ja. Ja. Was, wie der so Bedeutungswandel, aber auch wie er jetzt schon eingesetzt wird, was er eigentlich bedeutet. Als Kampfbegriff. Genau, als Kampfbegriff. Und wer aber dann wirklich faul ist, im klassischen Sinn. Ja, also ich meine, noch einmal, also dieser von Paul Krugman beschriebener Hedgefondsmanager ist im Vergleich zu dem, was er verdient, natürlich der faulste Mensch der Welt. Ja, was müsste der leisten, um so viel verdienen zu dürfen wie alle Lehrer des Bundesstaats New York zusammen? Hm. Es gibt einen Hebel, das hat einmal der Robert Frank, ein großer Mann, großer Ökonom in Amerika, beschrieben. Er hat gesagt, irgendwann in den 90er Jahren ist das passiert, er sagte, da begann etwas, wo wir alle merkten, dass ein Hebel angesetzt hat bei den Bezahlungen, bei den Gehältern in den Banken, der durch keine Leistung mehr zu rechtfertigen war. Und das war etwas, heute wissen wir, dass das so war, aber das muss man sich mal einfach vorstellen. Das sind Leute, die einfach faktisch keine reale Leistung erbringen, aber nach den Kriterien einer Leistungsgesellschaft unendlich bezahlt werden. Das sind, glaube ich, alles so. Ich meine, das ist auch der Grund für diese Proteste, ne? Mhm. Also das ist halt, denke ich mal, auch der, also deswegen, weswegen ich auch denke, dass diese Proteste durchaus irgendwie an die richtige Adresse gehen, weil sie halt einfach eben den, nicht nur dort, sag ich ja. Also diesen grundlegenden Verstoß gegen Normen und Werte, nach denen 99% der Gesellschaft leben müssen. Ne? Ja. Ich glaube, das ist aber, das Problem ist, dass man die nicht angreifen kann, weil es schon die Notfallantwort ist. Die Idee, dass die Banker für ihre Spekulationen Geld verdienen, ist ja die Reaktion darauf, dass die Globalisierung die Arbeitsplätze aus dem herstellenden und Handwerkgewerbe ins Ausland getrieben hat. Und dann bleibt einem auch gar nichts mehr übrig. Die Amerikaner waren da relativ schnell dabei und haben sich halt so ein System zurechtgezimmert, dass man eben mit Intellectual Property Geld verdient und dass Spekulation plötzlich auch ein Gewerbe ist. Und deswegen kann man es nicht angreifen, weil dann bleibt ja nichts. Es ist ja nichts mehr übrig. Ja, wir sind vielleicht in der Lage, dass wir gar nicht mehr wissen. Gut, da gibt es den EZB-Tower und so etwas. Aber das sind alles Vorbedingungen von solchen kafkaesken anonymen Strukturen, in denen moderne Gesellschaften hineinkommen, die mich schon wieder an 89 auch ein bisschen erinnern. Mhm. Wer ist der Adressat? Das ist ja die entscheidende, das wissen wir ja nun seit Saussure, die entscheidende Frage für Kommunikation, dass ich weiß, wer ist der Adressat? Und jetzt wüsste ich gerne mal, wer der Adressat ist. Das der Herr Madoff? Nee, das ist er bestimmt nicht. Das ist wahrscheinlich wie 89, da war der Adressat eigentlich auch nicht Honecker. Ja, sondern der Adressat war das System. Mhm. Und da gab es so bizarre, das muss man sich nochmal angucken, so bizarre Gegebenheiten, wo dann Egon Krenz rankam und als erstes erstmal versprach, ja, jetzt wird mit der Bürokratie erstmal aufgeräumt hier. So, ne? Also wir müssen irgendwie uns gegen die Bürokraten und irgendwie, wir brauchen mehr Beteiligung und mehr Demokratie. Und der so. War doch ein Bürokrat, oder? Ja, natürlich, ja. Der war der Apparatschik schlechthin. Es gab niemanden. Und Egon Krenz, daran erinnere ich mich wie heute, bei der ersten Interview, das er gab, als er aus der Volkskammer rauskam, sehr unklug von ihm, aber interessant, dass er das sagte, fragte ihn die Reporterin eine Frage vom Massenmedium Fernsehen. Herr Krenz, was wird jetzt kommen? Und darauf er,
Wir müssen arbeiten, arbeiten, arbeiten. Das ist diese, das wäre ein völliger sinnloser, er wollte damit wahrscheinlich sagen, wir im Politbüro oder so etwas, aber es war ja so eine ausgepowerte Gesellschaft, die diesen Begriff Arbeit eben auch ganz anders sich übersetzt. Ja. Das war schon, und diese, dass politische Semantik mit der Wirklichkeit total nichts mehr zu tun hat, sehe ich eben auch in diesem Leistungsbegriff. Ja. Mir kann eben kein CDU-Verantwortlicher jetzt mehr das für sich reklamieren, wenn dieses System jetzt nicht, wenn diese Euro-Krise jetzt nicht in der Weise gelöst wird, wie sie zu lösen ist. Bedenken Sie, der Herr Gerke, dessen Vorname ich nicht weiß, das ist ein Mensch, das ist ein Bankenprofessor, der taucht seit Jahren wieder immer wieder auf. Also wenn einer sozusagen ein Anhänger auch von dem, des herrschenden Systems eigentlich gewesen wäre, dann er. Der sagte gestern den Satz, eins ist ganz klar, was wir im Augenblick mit Griechenland tun, ist, wir helfen nur den reichen Griechen. Wir helfen nur denen, die Geld haben. Sagt, ich meine, da sieht man mal diese, der sagt, es ist so, natürlich auch das Gleiche über die Banken, dass das so nicht geht und so weiter und so fort. Hier ist schon eine, wir sind eigentlich schon auf hoher See. Wir haben das feste Land längst hinter uns gelassen. Wir sind jetzt auf hoher See und sie haben auch keinen Orientierungspunkt mehr. So kommt es mir halt vor. Ich kann das nur sagen. Und wir bauen uns künstliche Leuchttürme. Die Medien machen das, indem sie künstlich Erwartungen wecken, jetzt vor diesem EU-Gipfel und ähnliches. Das sind ja die künstlichen, jetzt wird was passieren, jetzt wird was passieren. Was macht jetzt Merkel, was macht jetzt Merkel? Aber in Wahrheit ist das alles nur so wie Leuchtpatronen, die, so kommt es mir vor, die man in die Luft schießt. Ja, und die, wenn diese, es ist nicht nur schlecht. Also ich gucke mit großer Genugtuung immer, wenn der Gysi jetzt im Bundestag eine Rede hält, weil im Wesentlichen stellt er sich dahin noch, ne? Und erzählt eine Stunde lang, habe ich euch doch gleich gesagt, habe ich euch doch gleich gesagt. Ja. Und ich meine, er hat es ja auch wirklich schon seit vielen Jahren erzählt. Das kann niemand bestreiten. Und das Lustige ist ja, dass ich glaube, dass die Linken damit genauso überrascht werden wie die anderen, dass das System tatsächlich jetzt platzt. Also ich war hier mal in Potsdam unterwegs, dabei bei den. Und das war in der Lehman-Krise und in so einem Spaziergang und plötzlich kommt mir ein älteres Ehepaar entgegen und dann sage ich zu dem, mit dem ich da ging, das sieht aus wie Egon Krenz und der kam dann näher, tatsächlich, es war Egon Krenz und dann sagte ich zu ihm, sprach ihn an und sagte ihm, na Herr Krenz, was sagen Sie denn dazu, dass jetzt 10 oder was war das, 20 Jahre nach dem Fall der Mauer der Kapitalismus fällt? Und dann sagte er so ganz angelegentlich, glauben Sie das wirklich? Und dann sagte ich, naja, also ein bisschen wirkt es ja so. Und dann sagte er, ach, 20 Jahre zu spät. Ach ja. Hübsche Geschichte. Ja, aber die Frage ist ja dann doch, wenn wir uns so angucken, was unsere Politiker da so tun, wir haben ja festgestellt, eigentlich ist es mehr so hektisches Paddeln, ja. Und irgendwie versuchen noch irgendwie dabei so ein bisschen seriös auszusehen, was irgendwie so ein bisschen schwierig ist beim Ertrinken. Und die Frage ist ja am Ende, gibt es denn noch, also oder beziehungsweise gibt es denn neue Mechanismen, neue Wirkmöglichkeiten für politische Gestaltungen, die sich jetzt entwickeln können? Also ist denn diese, was wir gerade sehen halt, die Sache mit dem Internet, wo Sie ja sehr skeptisch sind, ob es mit den Piraten irgendeine Art von neuen Sachen sich entwickelt? Ich bin da ein bisschen. Ich bin ja gar nicht so skeptisch. Nicht? Okay. Nee, gar nicht. Ich bin da gar nicht. Ich glaube nur die mediale Realität ist eben, ich gar nicht, ich baue da sehr darauf. Ich glaube nur, der mediale Monster, sagen wir mal, ist ein Verdauungssystem. Unglaublich, es kann sehr, sehr viel kaputt machen. Und das ist eher meine Skepsis. Ich bin skeptisch, ob Altmaier, ob es reicht. Ich merke im Internet, es reicht schon nur zu sagen, ich twittere und man ist schon beliebt. Also ob das jetzt alles noch, das muss ich noch entwickeln. Na gut, das aber das sind die, ich bin da gar nicht, ich bin da gar nicht skeptisch. Ich bin eher, ich frage mich eher, und da bin ich bei dem, was auch Fefe vorhin sagte, ob wir wirklich realisiert haben, dass wir in einem System im Augenblick leben, wo niemand die Antwort weiß. Da glaube ich, und zum Beispiel der Journalismus ja auch nicht. Und das wäre doch eine Chance, da, wenn ich mal was Optimistisches sagen kann. Die Verständigung über das Neue. Ja, und dann eben auch für Ideale. Also jetzt wäre doch die Chance zu sagen, was Europa einem wert ist. Und zwar unabhängig von dieser aufgedrückten ökonomischen Frage. Jetzt wäre doch die Möglichkeit, solche Fragen zu stellen, was einem Freiheit wert ist, was einem das Grundgesetz wert ist, was einem eine Vereinigung europäischer Staaten. Das wäre jetzt doch die allerbeste Chance, das zu machen. Und das ist ja auch das, was ich der Politik am meisten vorwerfe, dass sie das nicht. Wir sind in gewisser Weise von Ökonomie befreit, weil das System Ökonomie in gewisser Weise implodiert. Es kann kein Argument mehr sein, weil ich kenne, sagen Sie mir einen, der
das versteht, was im Augenblick vor sich geht und darauf eine Antwort hat. Ich kenne niemanden. Das finde ich einen sehr interessanten Gedanken, dass uns das befreit. Ja. So habe ich das noch nicht gesehen. Ich habe allerdings neulich einen Kommentar von einem Schriftsteller, ich weiß leider nicht mehr, welche Zeitung es war, aber der Schriftsteller hieß, aber der hat genau diese Fragen gestellt und das fand ich sehr spannend, dass dieses Gespür des großen Ganzen eben doch noch eine Sache ist, die eher Schriftsteller und Historiker und Feuilleton machen kann, als der Politikreporter, der zu sehr in den Details drin hängt und der die Gesamtbewegung nicht erkennt, weil er die kleinen Strömungen sieht. Zum Beispiel der Satz, der jetzt immer kommt, wir haben, den müsste man gleich mal zensieren, also geistig, ja. Wir haben vom Euro sehr profitiert. Schon der ist falsch. Selbst wenn wir nicht profitiert hätten in diesem klassischen ökonomischen Sinn, ist doch die Frage eine ganz andere, nämlich wie haben wir auf der Metaebene von ihm profitiert? Was bedeutet, was haben wir dadurch gewonnen, wenn wir an die Geschichte unserer Vorväter denken? Das ist nicht nur Krieg, das ist ja viel, viel mehr. Das heißt, wir könnten ganz viel Ballast jetzt loswerden, einer totalen, also des Primats des ökonomischen Diskurses vor allem anderen. Der hat uns alle, hat auch mich. Ich bin auch davon infiziert gewesen in den 90er Jahren. Plötzlich schien es ja so, als sei da eine Theorie, es ist wie eine physikalische Gleichung, mit der es funktionieren könnte. Das, ich bin ja kein Ökonom. Und dann dachte man, ja, dann werden alle, ich weiß noch, wie ich in der Weltformel, wie in der großen Aktienblase 2000 Menschen auftauchten und sagten, das wird so irre sein. Jeder Arbeitnehmer wird auch Aktienbesitzer seines Unternehmens sein, dann ein Interesse haben, dass es ihm gut geht und so weiter. Das ist ja alles. Wir der Startup-Kommunismus. Das ist genau. Und jetzt können wir uns befreien. Und ich will jetzt noch was zu den Piraten sagen. Also ich finde, dass ich habe die Grünen damals aus großer Nähe erlebt. Das wirkliche, und da kann ich leider auch das nur nochmal unterstreichen, das wirkliche Phänomen, deren größte Stärke im Augenblick, ist gar nicht, dass sie sich in digitalen Systemen auskennen oder so, sondern es ist wirklich, dass sie die Spiele nicht mitspielen. Erkennbar auch medial nicht mitspielen. Und wenn ihnen das ist so eine, das ist mehr als, das ist gar nicht mal Verweigerung. Man hat manchmal den Eindruck, die verstehen die auch gar nicht. Insofern sollte man ihnen vielleicht die Staatstrojaner Schweigsamkeit auch nachsehen ein bisschen. Wenn sie das, also das ist, wäre wirklich so ein Virus im System, ja. Wer nicht mitspielt bei bestimmten Erwartungen einer rein medial organisierten Gesellschaft oder so politisch, der könnte echt einen großen Vorteil haben. Insofern bin ich da eigentlich voller gespannter Erwartung. Ja, die Frage lautet ja dann, wie funktionieren die neuen Transportmechanismen, ne? Und die neuen, vor allem die neuen Diskursmechanismen, weil das, um sozusagen mal den Bogen von unserem Anfangsthema wieder so ein bisschen zurückzuspannen, nämlich die, also was wir festgestellt haben, ist, der momentane politische Diskurs ist ja doch ziemlich kaputt. So, also es ist halt irgendwie, wir sehen auf der einen Seite Politiker, die halt nur noch in Echtzeit reagieren auf das, was irgendwie auf Spiegel Online steht oder irgendwie auf Bild.de steht. Mhm. Auf der anderen Seite finden eigentlich tiefgreifende Debatten im Politikteil der Zeitung nicht mehr statt, so, sondern maximal halt noch irgendwie in den Feuilletons. Ja, maximal. Das ist schon das Wichtigste. Ja gut, also ja. Ich meine, ja, okay. Gut, das Ausnahmen bestätigen. Gut, Teil, ja, gut. Aber ich meine, ja, okay, also die Medien sind ja doch in einer Situation, wo der genau diese Debatten halt, die sich eigentlich nur noch sehr mühsam leisten können. Leider, aber ja. Das ist das Aufregendste, was es doch gibt. Ja, sollte man denken. Ne? Aber solange die Leute aber mit diesen Talkshows abgefüttert werden und fest denken, dass die Debatten da stattfinden, wo sie nie stattfinden, ist die Frage, wo, also wie sieht denn die neue Verständigung aus? Also wie, wenn wir jetzt sagen, okay, die Piraten, nehmen wir mal an, die sind cleverer, als wir denken und irgendwie, dass wir sie dafür gehänselt haben, dass sie in den medialen Debatten nicht vorkommen, ist vielleicht einfach auch nur eine schlaue Ignoranz, zu sagen, okay, wir müssen das nicht, uns reicht es, wenn wir irgendwie auf Internet und Facebook, also auf Twitter und Facebook im Internet präsent sind, weil wir da die Leute erreichen, die uns sowieso verstehen wollen. Und gut, wenn man es, wenn man sich Liquid Feedback zum Beispiel anguckt, da, interessant, was ich da gerade sehe, ist, ich gucke da mal wieder gerne mal rein. Also Liquid Feedback ist ja dieses Piratentool, um sozusagen politischen Diskurs zu machen von den Nordostpiraten. Die Südwestpiraten haben ja ein anderes. Aber was man da sieht, ist, dass die Integration von neuen Mitgliedern funktioniert da offenbar tatsächlich. Also es ist so, dass da eine Menge Leute reinkommen, die kriegen ihren Liquid Feedback Account und die fangen dann da richtig an zu debattieren. Also es ist richtig, teilweise richtig erfrischend. Das sehen Sie auch bei Altmaier. Das ist ja ein Phänomen, das verfolge ich jetzt wirklich aus der Nähe. Ich habe ihn ja auch angerufen und gesagt, Sie müssen jetzt, schreiben Sie bei uns, geben Sie Ihre Erklärung ab.
Und das ist übrigens zur Rolle der Medien. Dieser Leuchtturmcharakter oder diesen repräsentativen Charakter, das ist eine ganz große Chance für Medien. Wir dürfen nicht irgendwelchen Diskussionen hinterherlaufen, sondern wir müssen sie auslösen. Und das ist durch Altmaier passiert. Darauf hat dann Pavel Mayer geantwortet. Am Montag wird der Beck von den Grünen. Das sind jetzt im Augenblick noch so Erklärungen, wie so weiter, ich bin dabei. Aber es zeigt, dass da eine Vernetzung stattfinden kann, auch auf der, denn die Medienwirklichkeit, das merken wir immer wieder, ist eine noch einmal, ich will gar nicht sagen realitätsgesättigtere, aber eine verbindlichere als die andere, im Augenblick jedenfalls noch. Wenn beides zusammentrifft, passiert sowas wie im Fall Altmaier, von dem ich glaube im Augenblick, dass man fast beobachten kann, dass der gerät in so eine Euphorie rein. Das ist fast, also ich will jetzt nicht sagen unter Drogen, aber der ist richtig, das wird ein völlig anderer Mensch durch Twitter. Geht allen Leuten auf Twitter so, wenn die sehen, dass sie, bei Twitter hat man den unmittelbaren Feedback. Nicht nur, dass die Leute antworten, sondern man sieht auch, wie viele sich ein Follower eingetragen haben. Das heißt, man sieht, wie viele Leute interessiert, was ich sage. Genau. Und wenn das über Nacht hochgeht, auf vier- oder fünfstellig, das ist das, was er erlebt. Genau, und das kann die Persönlichkeit ändern. Was mich immer umtreibt, ist, wenn die Leute sich eine Talkshow angucken und danach nicht mehr die Debatte in, sagen wir jetzt mal, der FAZ lesen, weil sie glauben, sie haben die Antworten schon gekriegt, oder noch schlimmer gar, es gibt keine Antworten, weil in der Talkshow gab es keine, was können wir denn da tun? Ja, und wenn ich darüber nachdenke, frage ich mich, also wenn jetzt so ein Glücksgriff kommt, wie dieses Friedrich-Interview in der FAZ, wo er sich ja um Kopf und Kragen geredet hat, hätte die FAZ da nicht noch mehr Punkte machen können, wenn sie gleich einen Kommentar hintergehauen hätte? Nee, das darf man nicht machen. Das heißt, das Denken der Menschen abschneiden. Das müssen sie, wir brauchen immer einen Echoraum, wir brauchen einen Inkubationsraum. Das heißt, das steht jetzt in der Gesellschaft und jetzt sollen sich alle mal darüber Gedanken machen. Gleich ein Kommentar dazu ist total, finde ich, total verwerflich. Ich auch, aber ich finde, das ist unser Bildungsauftrag, dass wir das hier erklären. Nein, aber jetzt das kommt das ja erklären, aber am nächsten Tag oder am übernächsten. Ich meine, wir müssen hier erklären, warum da kein Kommentar drunter ist. Der Kommentar ist nicht drunter, weil das Größte, was wir leisten können, ist, Reflexion in Gang zu setzen. Jetzt liest das jemand, in dieser Inkubation passiert das, und dann, das haben wir ja auch gemacht, ich habe ja dann ein paar Tage später einen Kommentar dazu geschrieben, aber bewusst nicht gleich. Nehmen Sie die Talkshows, auch ein interessanter Fall. Die meistgeklickten Artikel bei uns und bei den anderen sind die morgendlichen Besprechungen der Talkshows, die Menschen ja schon gesehen haben. Ach. Das heißt, was die dann wollen, ist die Einordnung. Das ist ja genau, ist die Einordnung. Und dieses Prinzip ist etwas, ich sehe das auch bei ich meine, ich habe noch nie so viel mit Altmaier zu tun gehabt, seitdem er twittert. Warum? Weil er auch diese Einordnung, dann sozusagen Rückmeldungen und dergleichen, wartet sicherlich jetzt, dass irgendwann mal ein Artikel kommt, der das auch beschreibt und so. Das alles ist, ich sehe das alles als eine Form von Kooperation, überhaupt nicht von, nur, und das ist jetzt meine Frage, weil Sie beide da ja viel, viel, das viel besser kennen und viel tiefer drin sind als ich. Wir reden immer noch von einer Avantgarde. Also wir reden immer noch von einer Situation, das kennen wir alle, First Mover Advantage und so weiter. Was jetzt erklärt der Altmaier, ich habe heute schon gesehen, CDU-Bundestagsfraktion twittert jetzt auch massiv, ist schon, aber wird immer stärker. Was passiert eigentlich, wenn jetzt tatsächlich massiv, also nehmen Sie jetzt nur die Jugendorganisationen der Parteien, alles Individuen, wenn das sich verwässert? Also wenn jetzt das tatsächlich auch wieder zu einem, die Air First Mover sind ja meistens auch sehr bewusste Menschen, wenn jetzt also tatsächlich das zu einem Interessenfeld wird, nicht nur Twitter, aber auch vieles andere, was wird dann sein? Wenn man also, jetzt ist es nicht mehr nur Altmaier. Aber wenn die Leute nicht interessant sind, folgt ihnen halt niemand. Also das so? Halt, ja, genau, es findet sehr halt, schnell so eine, das ist ja auch also gesellschaftlich diese Lektion, so. Diese Lektion ist halt brutal schnell, also gerade auf Twitter oder auch auf den anderen Internetsachen, also oder bei Blogs zum Beispiel, ne? Das halt also in dem Augenblick. Ist das wirklich interessant sein? Wenn man nicht interessant ist, also wenn es halt nicht, also bei Altmaier ist es so, das ist nicht, was er twittert gerade interessant. Sondern dass er Macht hat. Sondern dass er twittert. Mhm. Das ist gerade der Punkt, der interessant ist. Also in dem Augenblick, wo es halt nicht mehr interessant ist, also wo halt sozusagen nicht mehr der Fakt, dass er jetzt twittert, also dass er in der digitalen Wirklichkeit angekommen ist, sondern wenn es darum geht. Der muss jetzt nachlegen, sonst ist er in zwei Tagen wieder weg. Was passiert dann? Ist er vielleicht in zwei Wochen oder so, ist tatsächlich wieder weg. Das ist ja auch der Grund, warum FIFAs Blog funktioniert, ist, weil es halt konstant interessant ist. Ne? Also es gibt halt kein Nachlassen dabei. Ne? Und das ist halt ein,
Ist das wirklich so? Ist interessant die Kategorie? Das wäre ja wirklich interessant. Das ist wirklich, nee, und das ist auch die Chance der Medien. Ne? Also ja. Man ist halt, warum sind denn die ganzen Zeitungen in dem Augenblick, wo sie sich entscheiden, dass sie nur noch DPA-Print ordnen? Genau, geklonte. Warum? Also ich meine, bisher, also wenn man die Auflagen anguckt, die dümpeln halt alle so nach unten. In dem Augenblick, wo so ein Provinzblatt zum Beispiel sagt, wir drucken unsere, jetzt DPA, sind die ganz schnell weg. Wir kicken unsere Lokalredaktion, dann sind die ein Jahr später zu. Ja, das ist ganz klar. Also worum es geht, ist halt immer die Story. Also wer keine Geschichte zu erzählen hat, ist halt weg. Also es stimmt nicht die These, dass wenn jetzt sozusagen die Massen dort einwandern, das wäre nämlich meine These gewesen, wir es genau wie in allen anderen Systemen zu dem Gesetz sozusagen der durchschnittlichen Mitte kommen und das ganze System halt einfach nur ein Kommunikationssystem unter vielen ist mit ein paar Highlights. Natürlich wird ja doch, aber verbessern. Naja, das ist mehr als es klingt, denn es bildet sich ja so eine Gruppendynamik wie auch in anderen sozialen Systemen. Also es gibt in der Firma, in der Raucherpause, wenn getratscht wird, dann gibt es auch so Multiplikatoren, die stimmt, immer in der Mitte stehen und der Rest ist eigentlich nur dabei, um mitzukriegen, was passiert. Und so ist es auf Twitter auch. Da gibt es eben so ein paar Knoten in der Mitte von dem Graphen, mit denen viele, wo sich viele angehängt haben, aber die sind eben die wichtigen. Und deswegen ist Twitter im Moment für die großen Parteien so wichtig, weil jetzt die Leute, die jetzt als Erste reingehen, die besetzen das Feld für ihre Partei. Und was muss Altmaier denn jetzt liefern? Denn er kann ja nicht das liefern, was man von ihm erwartet. Spannende Inhalte. Eben, er kann ja nicht erzählen, er kann ja keine Geheimnisse verraten. Na ja, er könnte ja so tun, als täte er es. Das machen die Medien ja auch nicht anders. Also, das ist tatsächlich so, als wenn es halt irgendwie nur Parteitransport ist und irgendwie ein bisschen Gejubel und ein bisschen gekuschelt mit den dann anderen, dann ist der ganz schnell weg. Dann wird es nicht, meine, was ich jetzt an seiner Stelle tun würde, wir können es ja mal vorher sagen, damit es wieder mal tot ist, würde wahrscheinlich jetzt so lange mit den Piraten kuscheln, bis alle Leute darüber reden, ob es da nicht eine irgendwie schwarz-orange Koalition geben wird. Ja, das tut er ja. Das ist ja. Das wird auch ein bisschen offensiver. Nicht nur kuscheln, ich würde auch, es gibt ja viele. Ich sag mal jetzt sowas wie ein Redenprotokoll oder so, was nicht so aufgefallen ist, aber was eigentlich eine Sache für die Piraten wäre. Und da haben die einfach im Moment nicht die Infrastruktur, um das von selbst zu entdecken. Und wenn der Altmaier einfach in seinem Twitter dann auf sowas hinweist, auch gar nicht mal, guckt mal Piraten, sondern einfach nur, guckt mal, was ich gefunden habe. Und seine Follower sehen dann, da gibt es ab und zu was Interessantes, das reicht ja völlig. Mhm. Wir erwarten ja gar nicht von unseren Quellen, dass sie die gesamte Arbeit machen. Und was bringt der ab dann und zu der mal CDU? So ein Nugget. Der CDU also bringt ja, dass sie im Gespräch bleibt. Modernität. Aber Moment, bisher ist ja noch gar nicht viel passieren. Wir reden jetzt von einem Menschen, der twittert. Wir haben einen Artikel gedruckt, ich kenne ihn ja. Also er twittert, er öffnet sich ein bisschen, aber das ist genau das, was er übrigens auch mit Journalisten täte. Das, im Grunde, er hat sich jetzt verlagert, das Hintergrundgespräch mit Journalisten in Twitter. Naja, aber er schreibt ja auch durchaus, dass er mehr Demokratie wagen will. Ne? Und am Ende ist es ja genau das, worüber wir gerade geredet haben, nämlich den Versuch zu unternehmen, uns gesellschaftlich darüber zu verständigen, was jetzt eigentlich notwendig ist. So in dem Augenblick, wo halt klar wird, irgendwie, dass das, was er da tut, eh nur Transmissionsriemen für irgendwie seine Partei ist, ist es uninteressant. Das wird eben der interessante Moment dann sein. Dann wird es halt langweilig. In dem Augenblick, wo wir aber davon reden, dass wir einen Mehrwert schaffen. Im Internet digitale runde Tische bilden, ne, und uns einfach mal als Gesellschaft über die Parteigrenzen hinweg darüber unterhalten, wie es jetzt eigentlich weitergehen soll, wo wir eigentlich hinwollen, was die Ideale sind, nach denen wir eine Gesellschaft bauen wollen, dann wird es spannend. Das ist. Ne? Und ich meine, das eigentlich. Das Stichwort ist übrigens runde Tisch. So digitale runde Tisch ist eigentlich das, was ich mir da wünsche, was da passiert und wo die Piraten auch eine Menge beitragen können, dass wir halt einfach uns hinsetzen und sagen, okay, wir sind in dieser Situation, wir müssen natürlich darüber reden, wie wir da hingekommen sind, aber am Ende ist diese Finanzkatastrophe, hat sie eben tatsächlich die Ausmaße einer Naturkatastrophe. Das heißt, wir müssen uns jetzt auch einfach darüber unterhalten, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter und was wir daraus lernen. So. Und dass nicht mehr so weitergeht wie vorher, ist allen klar. Aber der Verständigungsmechanismus darüber, wie es jetzt weitergehen soll, ist der einzige, den ich sehe, ist eben tatsächlich eine Digitalisierung der Demokratie. Ich glaube ja nicht, dass es weitergehen kann, bevor wir überhaupt analysiert haben, was da genau passiert ist. Das durchblickt doch keiner. Im Moment ist doch alles, was wir sagen, ach, die scheiß Banker, die haben uns über den Tisch gezogen. Das sehe aber ich das auch ist so. Doch ein, das ist doch mehr so. Ein System als die Leute. Die Leute haben doch nur ihre Rolle erfüllt. Die ist zwar widerlich und abartig und ich kann die Leute alle verachten,
Aber was ich verhindern muss, ist das System. Ich kann auch nicht nur sagen, also, die Leute sind böse. Kann ich ein Beispiel erzählen, ohne dass das egoman oder sowas ist. Aber das ist ein das kann ich ruhig öffentlich mal. Gar nichts, geht gar nicht, dass ich da beleidigt bin oder so. Ich habe mich da mit der Demografie befasst, 2004. Da war die Merkel noch Oppositionsführerin. Und ich bin ja überzeugt, dass das eine ganz schlimme Sache ist und dass es eigentlich ein Betrug ist und ein und dass wir ihn dann spüren, wenn wir uns nicht mal wehren können. Das ist meine Ausgangsposition. Wenn ich 30 bin, kann ich mich wehren. Wenn es mich erwischt, wenn ich plötzlich mit 60 sehe oder mit 65, ist es alles nicht mehr da, ist es schlimmer. Und da sagte Angela Merkel damals, es war sogar öffentlich, die wollte das Buch unbedingt, die wollte das Thema unbedingt vorstellen. Und es ging darum, wie können wir die Gesellschaft aufklären, was kann man eigentlich machen, ohne dass man den ganzen Banken und Lebensversicherungen hier einen Markt eröffnet, dass das klar wird, dass hier ein echtes Problem entsteht. Und da sagte sie, das mache ich zum Thema meiner Kanzlerschaft. Und das ist das, was, wenn ich das mache, das ist wirklich so wichtig und so weiter. Und zwar vor dieser Veranstaltung von vielen, vielen Menschen. Und da habe ich mal aus der Nähe erlebt, wie so etwas dann passiert. Die hat das, also ich kann nicht behaupten, sie kennt das Problem nicht, das hat sie total verstanden. Sie weiß, ich weiß, dass in den Kabinettstischen darüber geredet wird, dass sie, einer sagte mir das mal, sagte, als ich ihn fragte, sagen Sie, sehen Sie das? Ich sagte, ja, wir wollen ja auch nicht alle später in 10 Bettzimmern gefesselt sitzen, als alte Menschen, weil es nicht genug Pfleger gibt und so. Also das Problem, was da alles auf uns zukommt, ist klar. Und haben Sie irgendwo einen Indiz, außer dass Frau von der Leyen Pflegejahre einführt, dass diese, das ist ja so ein Punkt, dass so, das sind ja nicht Nebenthemen der Gesellschaft, das sind Themen, die uns so zentral, die auch zum Umbau der Gesellschaft führen müssten, die, wo man so sagen würde, dass wir müssen alles dafür tun, dass junge Menschen integriert werden. So, das hat ja alles damit zu tun. Ich sehe das eben gar nicht. Und darum glaube ich, dass diese Twitter-Demokratie, die da digitale Demokratie, die da entstehen könnte, im Augenblick mehr eine Art von Simulation ist, weil die Leute im Augenblick auch relativ leicht befriedigt sind. Man muss nur die richtigen Worte sagen. Die Handlungen, die Taten werden nicht abgefragt. Also Sie sagen ja, wenn der Altmaier nicht die Taten bringt, dann ist er schnell wieder weg. Aber wer hat... Das ist aber unsere Aufgabe. Wer ist denn dafür bisher bestraft worden? Es ging immer nur um Worte. Da sind wir wieder bei meiner Forderung nach. Na gut. Aber, nein, aber das ist letztlich die Aufgabe von Bloggern und von den Medien, die Leute daran zu erinnern, was sie vor ein paar Jahren gesagt haben und dass sie nichts getan haben. Die Twitter und Blogs und das Internet ist ein großartiges Medium, um Empörung hervorzurufen, wenn man die Fakten auf den Tisch legt. Mhm. Und wenn der Altmaier das tut, dann wird er Leute haben, die seinen Kram lesen. Und wenn er es nicht tut, wird er die nicht haben. Ja? Das ist aus meinen Augen ist das so einfach. Und im Moment ist das so, dass der größte Nutzen, der jetzt konkret aus dem Internet und der Vernetzung entsteht, ist, dass Leute einfach Dinge wie diese verbesserten Protokolle beim Bundestag, die fallen einfach auf. Irgendeinem fallen die auf. Wenn es genügend Aufmerksamkeit gibt für so ein Thema, dann fällt sowas eben auf. Und die Aufgabe von den Medien und ich nehme mich da ein, ja, ich bin auch Teil davon, ist, dass ich eben gucke, welche Aspekte sind wichtig und da versuche ich eben Aufmerksamkeit hinzuspielen und höre mir dann aber auch an, was die Leute herausfinden und versuche so ein bisschen die Aufmerksamkeit zu lenken. Aber zu erwarten, dass ich da einfach einen Krumen hinwerfe und es klärt sich dann von selbst. Und wie sehen Sie die Chance, was ich ja mir von den Piraten so erhoffen würde, oder wünschen würde, diese Krisenmarktlücke, die Chance, dass, ich rede ja nicht von der technologiefeindlichen Partei, sondern einer technologiekritischen, dass also die Expertise, die Sie beide ja haben, also aus der Informatik kommend, die Systeme kennend, dass eben so eine Partei, auch eine Gesellschaft, wir können ja noch nicht dauernd sagen, das Digitale ist nur gut, sondern es ist ja erkennbar, es muss ja, was da alles drin steckt. Der Trojaner ist jetzt auf der Staatsebene das Thema, aber im Grunde müsste doch jetzt eine Partei auch schon thematisieren, dass sie nicht zulassen wird, dass digitale Systeme über Menschen urteilen, in der Weise, wie sie es vielleicht in der Zukunft tun werden. Dass nicht Arbeitsplätze nur nach digitalen, dass Finanzmärkte nicht so. Das wäre ja eine richtige Expertenfrage auch. Also müssten Informatiker viel stärker in solchen Parteien eine Rolle spielen und so eine Partei müsste auch sich zum Anwalt von Menschen machen, die sagen, die Technologie hat eindeutig Grenzen und nicht nur bei den Staatstrojanern, sondern eben auch in der Arbeitswelt. Ja, das ist halt eben die Frage der Verständigung darüber, was wir halt tun wollen als Gesellschaft, also welche Wege wir gehen wollen und dazu gehört natürlich eben auch,
was wir halt mit Technologie beginnen wollen. Also welche Möglichkeiten in Technologie steckt und welche Probleme entstehen und was wir halt irgendwie, ja, also wie wir sie verwenden wollen. Also natürlich die Diskussion halt irgendwie mit der Spackerier zum Beispiel darüber, welchen Stellenwert halt irgendwie Privatsphäre haben soll oder welche Rechte wir halt zum Beispiel Konzernen geben wollen, irgendwie mit unseren Daten über unser Leben zu verfügen. So, also da sehe ich schon durchaus ein ganz großes Feld von Verständigung, was halt irgendwie zwingend notwendig ist. So. Naja, also es gibt halt ein inhärentes Problem, nämlich dass Informatiker und Techniker insgesamt von ihrer Herangehensweise lernen, wir arbeiten mit unperfekten Komponenten, da kann immer mal was ausfallen, aber wir konstruieren daraus was Gutes. Diese Einsicht, dass Sachen inhärent nicht lösbar sind, ist ein großes Problem für viele Informatiker. Die meisten werden es in ihrer gesamten Karriere nie einsehen. Das ist einfach ein Sprung, den man von einer Technikpartei, fürchte ich, weniger erwarten kann als von einer anderen Partei. Man braucht halt ein paar Techniker. Also es gibt natürlich kritische Informatiker und es gibt auch den CCC natürlich. Wir machen ja auch sowas wie Folgenabschätzung. Aber das Studium bereitet einen genau aus der anderen Richtung darauf vor, auf das Leben, und sagt, wir können das alles managen, wir müssen nur lernen, wie. Der Ingenieursansatz. Das ist der Ingenieursansatz, genau. Und diese Leute dazu zu bringen, dass sie dann sagen, ja, aber das hat also auch negative Folgen und das müssen wir verhindern, das ist ein ganz großer Schritt. Und deswegen sieht man den auch so selten von Technikern gegangen. Leider. Aber solange denen dann jemand zuhört, den paar, die den Schritt gehen, finde ich das nicht so schlimm. Ob man das jetzt von den Piraten erwarten kann, ich hoffe ja, werden wir sehen. Wenn wir das mal so ein bisschen zusammenfassen, wir stellen fest, unser politischer Diskurs hat sich dann doch ziemlich verändert und wir sind gerade in der Phase, wo sich neue Diskursformen herausbilden, hoffen wir. Und neue Strukturen gesellschaftlich, ja, noch nicht nur der Diskurs, der sich ändert. Naja, ich meine, gut, wir brauchen ja halt eine gesellschaftliche Verständigung darüber, wie es halt weitergehen soll, also was jetzt danach kommt so und welche. Ich finde es auffallend, dass, wenn wir darüber reden, wir bei zwei Punkten ankommen, nämlich erstens den runden Tischen vom Ende der DDR und zweitens mehr Demokratiewagen von Willy Brandt. Das sind doch so die beiden Fixpunkte, ja, die haben wir am Anfang gehabt und die haben wir jetzt wieder. Das mit den runden Tischen ist ein ganz, das ist in meinen Augen, der runde Tisch war ja, ist ja dann abgeschafft worden. Also wir sind ja... Der Runde Tisch wollte zum Beispiel eine neue Verfassung für Gesamtdeutschland haben. Ich weiß. Der runde Tisch ist auch ein Krisensymptom. Ich erinnere mich genau an den runden Tisch. Aber wir sind, wenn wir das schon mal anerkennen, dass wir in dieser Phase sind, das fällt mir da ein bisschen wie Schuppen von den Augen, dann hat man auch echt, da sind wir schon im Jahr 2 nach der Krise. Also Jahr 1 Implosion, Jahr 2 wäre schon der runde Tisch. Naja, gut, die runden Tische sind ja dann erst dann sozusagen anerkannt, wenn es die gibt. Ne? Mhm. Also worüber wir gerade reden, ist von der Notwendigkeit aber der runden Tische. Aber Altmaier und Beck und so sind schon, und Lauer, das sind schon runde Tische. Die kommen schon in die richtige Richtung. Aber ich will nur sagen, ich habe noch was Drittes. Und das ist für mich total, ich komme ja nochmal aus dieser anderen Ecke. Die Kategorie des Interessanten. Das ist für mich eines der Highlights dieser Gespräche. Wenn er nichts Interessantes liefert, ist er schnell weg. Oder wenn ein Blog nicht interessant ist. Interessant ist eine ästhetische Kategorie. Es ist eine Kategorie der Kunst. Das Interesse ist etwas, was definiert ästhetische Diskurse. Und das ist auch in der Zeitung so. Interessante Diskurse. Das ist auch in meinen Augen die Zukunft der Zeitung. Nicht vorgegebene, nicht geklonte Diskurse, interessante Diskurse, das Interesse als Kategorie. Das heißt, ich will nicht gelangweilt sein. Das reicht schon, als das ist schon eine politische Aussage. Und wenn wir die ernst nehmen, hieße es, wir schalten die Talkshows alle ab, wir schalten die Bundestagsreden voll. Sie müssen uns was bieten. Und zwar nicht Unterhaltung im Sinne vom Thriller unbedingt, das wäre auch nicht schlecht, aber Interesse. Interessant, denn interessant ist, so ist es definiert, heißt auch, du interessierst dich für dein Gegenüber. Nur dann kannst du nämlich interessant sein. In beide Richtungen wohl. Ganz genau. Nämlich nicht das Gefühl habe, dass die mich ernst nehmen, dann höre ich ihn auch nicht ganz so. Ganz genau. Und das ist eine Sache, die unsere Politiker alle noch lernen müssen und wo die Piratenpartei möglicherweise einen Vorsprung hat durch diesen direkten Twitter. Ja, und wo Vorsprung. Das digitale System eine unklar, das ist, muss ich jetzt wirklich sagen, ist eine Erkenntnis hier unseres Gesprächs. In einer vordigitalen Welt können sie in Medien machen, was sie wollen und ob da einer zuguckt oder nicht, die können ja nicht anders. In einer digitalen Welt ist der Darwinismus, das ist ein darwinistisches Prinzip, ich überlebe nur durch Interesse. Jetzt entscheiden sich manche für Boulevard oder für Sex oder was auch immer. Aber in unserem politischen Diskurs hieße das eben was ganz anderes. Und das wäre dann echt, also das wäre ein Wettbewerb, der könnte echt total tolle Ergebnisse haben.
Ja, kann auch voll nach hinten losgehen, wenn die Leute Big Brother gucken wollen. Ja, ja. Gut, ich meine, das geht immer. Ja. Naja, Hauptsache, wir bleiben interessant mit Alternativlos. Genau. Tja, dann bedanken wir uns nochmal ganz herzlich fürs Gespräch. Danke sehr. Das war doch eine sehr interessante Sendung. Glaube ich auch relativ lang, oder? Wir sind jetzt bei 2:11, ja, geht. Ui. ja, also das war Alternativlos Nummer 20. Wenn ihr uns ein bisschen Geld zukommen wollt, da rechts ist der Flatter-Button für diese Sendung. Und ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.